Moin, moin, meine Freunde des gepflegten E-Sports. Hier ist wieder euer Badrugi am Schlüssel. Der Speedy ist mal ganz kurz was weggebringen. Ne, also nicht wundern, er ist auch gleich am Start, meine Herren des zweiten DESBL Champions Cup. Sponsored by M4K Rampage, King Controller and also Wahnsinn, sage ich mal. Ne? Wir haben hier Team Nixon. Ja, ich sehe, Sie seht jetzt natürlich, dass da jetzt andere Spieler drin sind, ne, die Leihgabe. Und wir haben auf noch die andere Seite uns. Wird auf jeden Fall jetzt ein CW. Also, holla die Waldfee, sage ich euch. Ne. Wir haben auch die Maps schon bekannt gegeben gekriegt. Ne. Da haben wir zum Beispiel Bank sein, meine Damen und Herren. Also, freut euch. Man hat dich zwischenzeitlich nicht gehört, deswegen unterbreche ich dich hier. Also, erste Map Grenze, zweite Map Küste und danach Bank als Designer. Okay. Also, ja. So. Dann werde ich jetzt einfach mal eiskalt jetzt was machen. Damit eiskalt ich hier nicht was machen. Ja, wundere dich jetzt nicht, Spiel. Eiskalt. So, ich mache jetzt einfach mal den TS aus. Weil das mir so ein bisschen, ne? Ein bisschen auf den Sattel geht, sag ich mal, ne? Ja, das Nein. kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Ne? Also, wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, hast du denn eigentlich schon Info gekriegt, wer Grenze gepickt hat und wer Küste gepickt hat? Also, so wie die Teams gerade stehen, so ist richtig. Also, Also ist die erste Map auf jeden Fall von Team Nixon. Ich gehe von aus. Also, erste Map Nixon, zweite Map Silex. Wunderbest. Oh, dann gucke ich mir das mal an. Hier war so bei Silex, ne? Da haben wir QB2 Rush, da haben wir das Old FC Beast, Alter, Carnage, haben wir Austria Snipes und Toby Cole. Also das sind Namen, die kennt jeder, ne? Auf Seiten von Nixon, da haben wir Pantra Dogs, Crazy Doctor, Srada, Flo und YTG, meine Damen und Herren. Und das sind wirklich Namen, die wirklich jeder kennt. Oder zumindest kennen sollte. Denn nicht umsonst hat dieses Line-Up ja die Siege Masters gewonnen. Und mal schauen, ob sie sich jetzt hier auch den nächsten Sieg an den Hut stecken dürfen. Ja, aber das wird jedenfalls nicht einfach werden für Nixon. Definitiv nicht. Definitiv ja, nicht. Silex ist stark und sie möchten auf jeden Fall den Pott mit nach Hause bringen. Und wir reden hier von einem fetten Pott, meine Damen und Herren. Da haben wir zum Beispiel 5 Dosen von M4K Rampage. 5x10 € Gutschein von M4K Rampage. 5 Shirts. Ich weiß jetzt nicht, was drauf ist. Ich habe da noch kein Bild gesehen. Tut mir leider leid. Dann haben wir noch von Energy Cake 5 Boxen mit Keks. Warum will ich immer Kekse sagen? Ich weiß es nicht, warum. Es ist Kuchen. Kuchen. Ah, 24 Stück, meine Damen und Herren. Und natürlich last but not least 5 Controller von King Controller. Und so das ist auch wirklich eine Sache, also wo das ist wirklich, also fette, fette Preise, meine Damen und Herren. Ja, und da kann man nicht genug Danke an die Sponsoren sagen. Hier M4K, Mother for King, Rampage, Energy Cake und King Controller für die Bereitstellung von diesen Preisen. Das ist einfach schon heavy, was die da raushauen. Ja, definitiv. Und das, ne, also, das sind jetzt hier, also ich sag mal, Sachpreise in einem Gesamtwert. Also wir sprechen jetzt von Platz 1 bis Platz 8, ne, weil der Viertplatzierte und bis 8 Platzierte kriegt ja auch noch eine Kleinigkeit. Wir reden hier von einem Gesamtpreis von 2.800 Tacken. Und dafür muss Mutti echt viel stricken. Ist wirklich so. So sieht es nämlich aus. Ne. So, und jetzt halt dürfen auch bald die Teams hier anfangen zu stricken, wie du so schön gesagt hast. Denn es sind fast alle Häkchen da, um hier auf Border der ersten Map zu starten. Die haben wir ja auch schon im Spiel um Platz 3 hier zwischen den Jungs von Taube und Berglein gesehen. Jetzt fehlen uns nur noch ein Häkchen hier. WTZ Flow von Nixon. Der muss noch das Häkchen hier reinhauen. Jetzt ist auch Srada hier das Häkchen erstmal rausgehauen. Und ich wette mit dir, dass also entweder Blitz oder Twitch wird als erstes gebannt. Das ist gut möglich. So, alle Häkchen sind da. Ja, gut, wir starten. So. Finale. Nixon gegen Silex, jetzt hier im Finale des Champions Cup und wir dürfen uns auf ein megamäßiges Spiel hier freuen. Und wehe, wenn nicht, ey, dann werden hier die Lachsnackenschellen ausgepackt. Aber, hallo, Alter, da klatscht man hier nicht bei. Aber richtig. So, dann gucken wir mal.
Na, so, komm, Old Steam direkt hier, also Silex am Bannen und da ist der Blitz raus. Das war sowas von klar. Allerdings, jetzt wird natürlich Nixon nicht hingehen und die Twitch rausbannen, gehe ich mal ganz stark von aus, weil Srada einfach Twitch und Srada ist. Ja, also der Srada und die Farmers, ne, also das ist also. Ne. Eine Liebe. Eine Liebe. Ich sag mal so, Gott kam runter, hat Srada gesehen und gesagt, weißt du was, Srada, du bist der Mann, der die Farmers kriegt. Weißt du, jeder andere kann sie nicht so gut spielen wie du. Hier hast und wir haben Montane raus. Montane raus, beide Schild-Operator raus. Jetzt hätten wir nur noch den Fuse und den spielt so gut wie keiner hier mit Schild. Ja, wir Rekruten, ne? Die haben ja auch noch Schild. Also das darf man ja auch nicht außen vor lassen. Ja, aber ist halt ein Rekrut. So, Mira hier. Bann auf Seiten von Nixon. Standardmäßig eigentlich schon. Nichts Besonderes. Muss man nicht wirklich was zu sagen. Jetzt Orange Team. Das wird nochmal interessant. Wird's ein Echo? Wird's ein Legion? Also ich tippe Witchel. Ich sag, das wird ein Witchel. Weil ich sag mal ganz ehrlich, Alter, du hast die Vorahnung. Ich wusste es, weil es ist wirklich schwer, den Witchel auszudrohen. Und wenn man halt so ein Team ist wie Silex oder so ein Team ist wie Nixon und dann halt mit Witchel spielt, wird es natürlich noch um eine Ecke schwerer. Ja. Und deswegen haben sie sich gleich von vornherein gesagt, weißt du was, wir bannen den von vornherein, damit wir diese Probleme nicht haben werden. Ja, wobei man halt dazu sagen muss, dass Silex sie auch als erstes verteidigt. Aber das hat nicht viel zu sagen. Also beide Teams sind Angriffs- wie Verteidigungs-, also sehr stark. Definitiv, definitiv. Aber wenn sie den Witchel drin gehabt hätten, beziehungsweise drin gelassen hätten, wäre das natürlich ein Vorteil für sie gewesen, weil sie als erstes ja erstmal die Runden mit dem Witchel zur Chance gehabt hätten. Das Problem ist natürlich dann auch, wenn sie dann angreifen, haben sie das Problem mit dem Witchel, ne? Und ich möchte nicht gegen ein Team spielen, sage ich mal, wie Nixon, Schrägstrich, ne? Und dass die dann noch einen Witchel haben, weil es ist so schon schwer. Und wir haben hier Rehorst. Rehorst? Oha, warum das? Direkt. Wieso, weshalb, warum? Das ist eine gute Frage. Das würde mich jetzt wirklich mal leicht interessieren. Direkter Rehorst. Ja, Crazy Doctor ist hier noch drin. Hat noch ein paar Punkte mitgenommen. Ja, natürlich. Ne? So kann er jetzt mal, sag ich mal, auf seiner Facebook-Seite sein Schreiben hier MVP halt, ne, gegen Silex. Mal schauen, ob er das im Nachhinein nicht sowieso schreiben kann. So, ich bin natürlich so schlau und ich mache das Ding neu auf. Weil sonst hat man dann nur wieder Probleme. So sieht das aus. Ne? Also wie gesagt, ne, die Operators sind Blitz, Montane, Mira und Vigil. Vigil wird da ausgesprochen. Vigil. Vigil wird da ausgesprochen. Da ist V-I-G-I-L. Vigil. Ja, ich habe aber extra in meinem Stream gefragt gehabt, wie da ausgesprochen wird. Und ich höre auch meine Zuschauer. Ja, natürlich, vollkommen richtig. Ne? Aber ich sage mal ganz ehrlich, hört sich manchmal an wie eine Geschlechtskrankheit. Ne? Oh Gott, ich habe Vigil. So, dann... Ah nee, ich brauche das gar nicht so machen. Ich habe den ja in den Spielerbegegnungen jetzt drin. Nee, dürftest du eigentlich nicht haben. Doch, hast du? Habe ich. Wir haben ja gestartet. Ach stimmt, die Runde ist ja gestartet. Ja. Ja, ja. Tada. So, wir haben bis jetzt 58 Zuschauer, Leute. Kommt, also das toppen wir hier. Ne? Also wie gesagt, das ist jetzt hier also ein High-End-Game. Meine Damen und Herren. Hier muss wirklich was abgehen. Richtig, also kommt hier, holt eure Mullis ran, holt Opis ran hier, ne? Ich sag mal, holt hier die Nachbarn ran hier und sagt hier, Leute, guck mal. Ne, weil das ist ja auf jeden Fall jetzt hier, also das, Mann. Da bin ich mal richtig gespannt. Also hier habe ich auch keinen Favoriten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe beide Teams schon mal in etlichen CWs gecastet und sie waren wirklich überragend, meine Damen und Herren. Also was hier abgehen wird, da wird, ja, ich sag das mal, das wird heavy. Das wird, also ich sag's euch so, wie es ist, ne, da wird der Speedy aber richtig ins Schwitzen kommen, ne, weil er was? Die erste Stimme ja, hier im Stream ist. Hier. Das bin ich ja sowieso schon und ich freue mich drauf, wenn ich hier richtig am Sweaten bin, wenn ich hier wirklich danach mein T-Shirt ausringen muss, vor lauter Schweiß. Es ist einfach so. Weil das ist
leben wir Caster ja von natürlich, ne? Wenn von der Ja. ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde einfach nur Action ist. Ja, genau so Und sieht's aus. das wird hier auch definitiv passieren. Hast du die Operator schon eingetragen? Nein. Dann mache dies doch bitte. Dann sagen Blitz Sie Montaine. mir, ja, das habe ich Blitz noch auf mich. Montaine. Vigil Mira und und Vigil. so. Und das war's, ist gespeichert. Das war's, Gut. das war's. Ja, Aus für Snipes hör auf rumzuspielen, sonst drücke ich wieder drauf, wenn das Fragezeichen da ist. So. Dann fühle ich mich immer so schlecht. Angst, Potter? Ja, so ein wenig. So, ab geht's. Der Flo schreibt gerade, haben wir gewonnen? Nein, habt ihr noch nicht. Das Einzige, was ist, war die rausgegangen sind, ne? Salex ist raus, ja. Ja, die haben jetzt ihren Rehost für die Map verwirkt. Genau so sieht's aus. Und Weil Amenlockers nämlich. Archiv jetzt. Ja, erzähl weiter, erzähl weiter. Ich wollte dich nicht Ja. unterbrechen. Ja, erzähl ruhig. Du hast mich voll aus dem Sagen, Konzept gebracht. weil Ich habe alles vergessen, was ich ich habe sagen die. wollte. Ja, es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid, dass ich dich aus dem Konzept gebracht habe. Wir haben jetzt mittlerweile 80, Leute. 80, kommt, das können wir toppen. Kommt, haut rein, Auch Alter. Schaut euch ihr den holt Stream die an. Leute ran. Holt eure Es ist Oma, einfach. euren Opa, eure Uroma, Uropa, falls sie noch am Leben sind. Einfach alle ranholen. Arbeitskollegen, Chef, wen auch immer, die Schwester, den Cousin und hast du nicht gesehen. Einfach alles ranholen, was nur möglich ist. Jeder, der Rainbow Six Siege auch nur ansatzweise gehört hat, irgendwann mal. Und wenn er nur einen Werbespot gesehen hat, dann ranholen. Ja, Mann. So sieht's Und wenn aus. ihr Freunde von Freunden kommt, holt sie ran, Leute. Weil, wie gesagt, das wird hier richtig episch. Ich sage es wirklich so, wie es ist. Es wird episch. Das Dieses wird Finale. absolut episch. Also epiker, epiker genau. Epiker geht's fast nicht. Nee, das stimmt allerdings wirklich. Und QB try to rush. Weiß nicht, ob er nun eine Outside Cam werfen will oder ob er da wirklich rausrennen will. Nee, Und er wirft direkt eine ins Spawn. Outside-Cam. Das. Ja, das ist jetzt glaube ich schon sicher. Ja, hat die Drohne da direkt weg. Und da kommt auch die Outside Cam. Die nächste wird auch direkt folgen. Ja, Man aber sieht das auch sind halt hier. Stand. Das sind Standard-Posis gerade gewesen. Also die werden schnell gefunden werden. Definitiv, definitiv. Und selbst wenn nicht, wenn die Tetchernate hier gegen die Wand kommt, ist sie auch weg. Von daher sollte zumindest weg sein, wenn ich mich nicht sehr täusche. Und ich finde Nee, es sehr wenn du. interessant, die Jungs von Nixon, die halten sich momentan hier noch stark zurück. Es kommt kein so aggressiver Angriff, wie ich ihn im ersten Moment erwartet hätte. Es wird die Cavi Cam auch gesucht, wird aber momentan noch nicht gefunden. Ja, natürlich, ich sag mal ganz ehrlich, jetzt also gegen so ein Team wie Silex, da rennt man nicht einfach blindlings rein. Da wird erstmal ausgedroht die erste Minute, wird geguckt halt, ne, wo die Gegner stehen. Ja, wird so. Weil, wie gesagt, das ist Finale. Ne? Da wird jeder Fehler bestraft. Und das wollen sie natürlich vermeiden. Genau so sieht's aus. Und apropos Fehler, hier haben wir jetzt eine gute Situation vom Legion, der sich auch hier direkt Radar rauszieht. Jetzt 4 gegen 5. Und es ist noch 1 Minute 45. Jetzt Jäger rausgezogen vom Flow hier mit dem Sledge. Er ballert sich hier auch Management weiter auf. Thatcher noch am Drohnen. Termite hier will hier Armory Desk abaimen. Momentan hält sich wieder alles so zurück. Weißt du, es gibt immer so Phasen des Angriffs und dann schalten sie erstmal einen Gang zurück. Geht erstmal alles wieder strategisch durch. Was können wir machen? Wie gehen wir weiter vor? Jetzt wird auch hier aufgemacht vom Termite. Aber Bandit fängt das Ding ab. Ja, weil die Camp ist noch nicht gefunden worden. Man Ja. Und da ist jetzt der Handel WTZ wird YGG angelegt. hier. Jetzt QB Try to Rush mit dem Kill am Flow. Damit wieder 3 gegen 3. Also die killen hier ein und dann kommt direkt der Refrag hier. Also das wird ein richtig spannendes Spiel werden, habe ich so im Gefühl. Das macht Nixon hier richtig gut. Ne? Sie aim einfach nur die Rotate ab.
Genau, dadurch hat Und das ist Zilex halt halt, wenn auch man nicht die sie. Möglichkeit, hier irgendwas zu umlaufen. Sie müssen hier alle on-spot bleiben. Und da sieht er den Lion, aber kann sich gegen YTG nicht durchsetzen. Der hat jetzt noch einen Viertel live. Bandit noch Ganz. on-spot, Smoke noch hier. Der smoked jetzt erstmal hier die Stairwells ab. Und der Termite geht down durch den Smoke. Sehr schön, jetzt wieder 2 gegen 2 Situation. Und jetzt hier, Zilex gewinnt die erste Runde mit 1 zu 0. Sehr stark gemacht auf jeden Fall. Schöne Opening-Runde von Zilex. Ne, aber man muss dazu sagen, es ist halt leider Gottes so, dass man halt die ersten ein, zwei Runden nicht für bare Münze nehmen. Ja, das ist ganz klar so. Wo greifen wir an? Das ist einfach nur ein, ja, wie soll ich sagen, ein Antasten ist das einfach nur, ne? Genau, zu schauen, wie greifen die Leute an, wie verteidigen die Leute, um halt einfach auch ihre Strat daraufhin anzupassen. Das ist Genau. bei diesen Teams einfach so, dass man gerne mal die erste Runde weggibt, um halt da einfach mal zu schnuppern. Kann man das so machen? Kann man das so machen? Dann, ja. Was auch vollkommen verständlich ist, ne? Ja, Einfach natürlich. mal den Gegner in Sicherheit wiegen. Allerdings, wenn Zilex hier sich jetzt noch eine Runde sichert, sie haben auf jeden Fall jetzt schon mal einen Punkt Vorsprung. Und ein Punkt Vorsprung ist ein Punkt Vorsprung. Das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Da sie jetzt halt auch auf einen anderen Spot gehen, hier auf Ventilation Room Workshop, kann das halt ganz schnell auch zu einem guten Vorsprung Boomerang. werden. Ja, genau. Du hast es erfasst. So. Ja. Deswegen bin ich ja auch bei dir. Genau deshalb. Das hat gar keinen anderen Grund. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Nein, das ist auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist die Tasten, ne? Deswegen ist jetzt auch ein Rand, ne? Um einfach zu schauen, wo stehen denn die Operator? Wo werden wir abgefangen? Ne, und dass sie dann natürlich gleich CCTV hatten, konnten sie natürlich die Angles schön abaimen, ne, konnten die Rotate verhindern, aber trotz alledem hat Zilex hier ein sehr, sehr starkes Stellungsspiel gezeigt und hat dafür sich die erste Runde entschieden. Und Srada, das sieht man sehr häufig hier bei Srada und Co. hier aus Team Nixon, dass sie die Twitch-Drohne hier wirklich strategisch gut platzieren, um später halt auch noch eine gute Sicht zu haben. Denn die wird halt nicht so leicht gespottet wie die normale Cam. Die leuchtet halt vorne nicht rot. Deswegen schauen wir jetzt mal, wie das Ganze hier laufen wird in der zweiten Runde. Wir gehen nochmal in die Overview hier. Wir sehen Jäger und Bandit oben, AFC-Beast und Austrian Snipes. YTG mittlerweile hier mit dem Lion schon auf den E-Stairs. Der platziert hier erstmal eine Claymore. Ja, Ja, Snatch hier. Erstmal in eine Legion Trap gelaufen. Ja, was wolltest du sagen? Ich habe dich unterbrochen. nein, du hast mich nicht unterbrochen. Das ist einfach alles in Ordnung. Jetzt sieht man natürlich auch, wie jetzt die Jungs von Nixon jetzt die Geschwindigkeit einfach erhöhen in der zweiten Runde. Weil Ja. jetzt wissen sie ungefähr, wo was steht, wie sie halt ticken, möchte ich jetzt mal sagen. Nee, und dementsprechend können sie jetzt auch die Hebel ansetzen. Wenn Genau man das so so sieht, sieht's einfach aus. jemand. Allerdings, was mir noch so ein bisschen fehlt, ist das aktivere Ausdrohen. Also wir sehen momentan, wird überhaupt nicht gedroht. Die Twitch-Drohne ist zwar in der Twitch, aber die guckt sich irgendwie nur selber an. Ja. Ich glaube, das ist ein Bug von dem Spiel, weil ich glaube, die fährt eigentlich rum. Und YTG hier mit dem First Frag an Jäger. AFCB ist rausgezogen. Muss aber aufpassen, da oben wartet auch noch der Bandit und der hat jetzt hier die Sicht auf den Termite. Kann hier auch schon die ersten Hits austeilen. Und die nächsten Hits, jetzt beide ungefähr auf demselben Health Level. Castle muss sich hier zurückziehen, der QB. Ja, sehr stark Aber gemacht auf jeden Fall. ja, definitiv noch eine 5 gegen 4 Situation, aber nur noch eine Minute zu spielen. Also ich würde fast sagen, die müssen die Geschwindigkeit noch etwas mehr anheben, um hier Silex wirklich komplett in die Reserve zu locken. Denn der Bandit da oben, der kann eigentlich machen, was er will. Ja, und das darf Castle eigentlich jetzt nicht wird sein. Er hat da schon rausgezogen. zwei Leute Flow. angehittet von der Position. Ja, aber sie lassen ihn einfach außen vor, wollen erstmal hier unten die rausbekommen. Und es funktioniert an sich auch ganz gut. Ja, er wird hier richtig in die Zange genommen von mehreren Seiten. Da kommt der Sledge, jetzt der Flow. Und jetzt ist nur noch der Bandit. Und sie sind in der 5 gegen 1 Situation. Lassen ihn einfach komplett außen vor. Jetzt muss er irgendwie versuchen, hier wieder ranzukommen. Während WTZ natürlich hier alles größtenteils im Visier hat. Ja, Sledge hat jetzt hier die Posi, um den Bandit da rauszuziehen. Ja, da sieht er ihn. Snipes konnte sich noch Srada rausziehen.
Und Petradox jetzt hier mit dem Termite gleich aus zum 1:1. Ja, das war jetzt gerade eine sehr, sehr starke Angriffsrunde gerade von Nixon. Ne, also da hat man auch richtig gesehen, wie sie halt auch das Spiel umschalten konnten. Ne, von langsam auf schnell, dann wieder auf langsam. Und dann erstmal wieder ganz schnell. Und da hat man wirklich innerhalb von, ich sag mal, 10 Sekunden gesehen, wie jetzt 2, 3 Operators gefallen sind auf die Schnelle. Sehr starker Angriff auf jeden Fall. Und man hat auch ganz klar gesehen, warum sie diesen Bandit einfach außen vor gelassen haben. Dadurch konnte der natürlich so ein bisschen Hits austeilen, aber unten konnten sie halt eine 5-gegen-4 Situation spielen. Sie hatten einfach einen weniger unten. Und das kann was ausmachen. Denn ja, so ein Bandit alleine dann, der hat sowieso schon schwierig, weil er relativ wenig Munition hat, hohe Feuerrate, nicht allzu viel Damage austeilt. Wenn man den gut beherrscht, dann kann man damit schon gut rasieren. Aber es ist halt generell schwierig, mit der Bandit so einen 5-gegen-1 Klatsch zu machen. Ja, natürlich, weil man hat ja die MP7 in der Hand und das ist eine Maschinenpistole und sie ist einfach auf Range halt, fehlt die Damage. Und da muss man dann auf Nahkampf gehen und das ist dann halt wieder der Nachteil dabei. Aber genau, das hat so vorhin bei Bärklang ganz gut geklappt mit der Pumpe, ne? Bei Turkey. Ja, der hat den Jäger mit der Pumpe gespielt gehabt. Genau. Ne, wo wir am Anfang sagten, ja, warum Mensch jetzt Kinder eine Pumpe, aber im Endeffekt haben wir dann gesehen, zum Schluss hin war diese Pumpe einfach nur Gold wert. Genau, und so hat sich das dann vielleicht der Bandit auch gedacht. Ne? Für die Nahkämpfe ist die MP7 eigentlich richtig stark, weil sie hat die Feuerrate, sie hat die Damage. Da kann man auch mal auf den Brustkorb schießen, und halt ein bisschen schneller runterkriegt. Genau. Und jetzt müssen wir schauen, wie der nächste Angriff hier von Nixon aussehen wird. Da bin ich jetzt auch ganz gespannt. Ja, auf jeden Fall. Also, ne, wie gesagt, sie haben sich jetzt eingespielt. Sie haben jetzt auf jeden Fall ihre 2 Runden hinter sich gebracht. Und jetzt sehen wir auch hier, was du vorhin gemeint hast, bei Bärklan gegen Taube. Sie haben sich hier das Bad eingekesselt. Sie werden Bad aktiv mitverteidigen, weil es einfach klar ist in dieser Elo, dass das Bad einfach ein Gamechanger ist auf diesem Spot. Ja. Das müssen sie einfach halten. Das Bad, das muss gehalten werden, auf jeden Fall. Weil wenn Bad fällt, hat man urische Probleme, weil wie gesagt, vorne sind ja auch noch Dreierbände bei Zoll. YTG hier jetzt rausgenommen worden vom Bandit in der Zwischenzeit. Erzähl weiter. Ja, stark gemacht auf jeden Fall von Austrian Snipes. Ne? Da hat er gut aufgepasst, da hat er den Push verhindert auf jeden Fall von YTG. Da haben die Jungs von Nixon, mal nicht gut gedroht. Ne, aber wie gesagt, wenn man unten das Bad verloren hat, hat man auch schon fast die Runde verloren. Es ist einfach so. Weil Bad unten ist Dreh- und Angelpunkt für diesen Spot. Ja, genau so sieht's aus. Und Strada jetzt hier mit der Ying am Start. Und da sieht man den Legion, aber er wird rausgezogen hier wieder, der Strada. Tobi Kohl hier momentan einfach besser drauf. Wie Strada muss er aufpassen. Da wartet auch noch das Sledge. Jetzt Austria Snipes sieht auch noch den Termite raus. Sledge bleibt hier im Hard Angle. Muss da auch aufpassen. Denn wenn er um die Ecke geschossen kommt, muss er direkt drauf sein. Es geht nicht anders. Da kommt jetzt die Granate. Ah, das hat er gut gemacht. Jetzt die Granate einfach genommen für den Schutz. Genau. Damit er nicht gepusht wird. Aber Austria Snipes, jetzt müssen sie auf ihn aufpassen. Er hat jetzt schon 2 Leute rausgezogen. Jetzt dürfen sie ihn nicht mehr einfach so ignorieren. Weil auch Silex stellt sich natürlich darauf ein. Und wir haben gemerkt, oh, die lassen die Roma einfach komplett außen vor. Dann machen wir halt mal ein bisschen mehr Druck mit den Romern. Und man siehe, es funktioniert. Nur noch Sledge, Ying und Crazy Doctor hier mit der Docker Ebi hier übrig. Ja, da müssen sie jetzt aber auch aufpassen, weil wie gesagt, das ist jetzt natürlich eine Unterzahl, ne, 3-5. Ja. Ist auch noch angeschossen, also das, ja, mal gucken. Das wird definitiv schwierig werden. Srala ist hier jetzt auch nur noch half-life, ne, weil er ja wieder wiederbelebt wurde. Also momentan Silex hier definitiv mit der besseren Position. Sie haben hier die Angle. Ich würde es nicht aufreißen, denn da kommt jetzt der Sledge. QB tried to rush, kann sich hier Crazy Doctor rausziehen, aber jetzt hier der Double Kill. Der Triple Kill. Strada zieht hier einen nach dem nächsten raus. Nee, Flow hat einen rausgezogen, wird aber dann gerefrackt hier der Strada. Und jetzt ist nur noch Flow hier mit dem Sledge übrig. Der muss sich diese Nadel rausziehen, denn er stirbt sonst. Er stirbt einfach eiskalt an dieser Nadel. Und damit 2:1 für Silex. Aber er wusste, dass Austria Snipes unten drinne ist. Und sobald er den Finale rausgezogen hätte, wäre er so oder so tot gewesen.
Ja. Das war jetzt eigentlich die einzige Alternative, versuchen noch irgendwie den Hit zu setzen und einfach so Lucky Headshot. Aber das ging leider Gottes nicht, weil er mit dem Rücken zu ihm stand. Ja, Und das ist somit halt. ist Cylix halt 2-1 in Führung. Ja, und darf jetzt nochmal Arme Ylorcas und Archiv hier nehmen. Mal schauen, ob es nochmal so gut funktioniert. Ja, warum nicht? Also wie gesagt, Cylix ist auch ein Team, was sich einstellt, ne, auf die Gegner. Und ich gehe davon mal aus, Cylix hat seine Hausaufgaben gemacht, ne? Sie haben sich diverse Streams auch mal angeschaut jetzt, ne, wie denn so der Definitiv. Gegner tickt. Und dementsprechend haben sie dann auch ihre Stats darauf eingestellt. Nicht umsonst ist in der Rainbow Six Szene auf der PS4 Cylix eins der bekanntesten Teams, das Teams, was als Maßstab mit angesetzt wird. Wenn man sagt hier, oh, geiles, krasses Team, dann denkt man direkt schon mit an Cylix. Von daher wird es definitiv hier noch ein knappes Ding werden. Auf jeden Fall, das wird hier, also hier sage ich dir so, wie es ist, steht kein Gewinner fest. Nee. Ne, beide Teams sind ESL erfahren, beide Teams sind DESBL erfahren, beide Teams sind Cup erfahren. Also sie haben die Routine auf jeden Fall inne. Also da ist keiner, der irgendwie hibbelig ist und sage ich mal jetzt auf dem Stuhl hin und her rutscht und hier, ich sag mal, vor Angst jetzt den Köter raushauen lässt. Ne, weil wie gesagt, beide Teams sind abgebrüht. Also da dürften eigentlich nicht viele Fehler sein. Ne? Also das wird einfach nur abgeaimt und das war's. Und ich bin auch wirklich gebrannt, wer hier den Pott mit nach Hause nimmt. Da bist du nicht alleine, da bist du echt nicht alleine. Ich bin wirklich gespannt, wie das laufen wird. Und gerade dann die zweite Map Küste bin ich sehr gespannt drauf. Haben wir Ja, auch noch ne. nicht Also gesehen. Küste ist halt wirklich so eine Map, wo man sagt, oh, da ist taktisch viel, viel möglich. Da kannst du schnell spielen, da kannst du langsam spielen, da kannst du, also, ne, da kannst du Angles machen. Und den Wishing kannst du dir da reinhauen, das ist der absolute Wahnsinn bei Küste. Also da bin ich wirklich mal gespannt, was da nachher abgehen wird. Ja, da gibt es halt auch viele Möglichkeiten, durch mehrere Walls hindurch jemanden abzuaimen und Co. Und WTZ YTG hier mit dem First Kill an Toby Kohl. Ja, da hat er richtig gut aufgepasst, hat er gleich die Push bei Easters gemacht und hat sich den Ding geholt. Da hat der Legion nicht gut aufgepasst. Ja, und so schnell kann es halt auch gehen. Der Rest hier noch relativ zurückhaltend. Ja, weil zurückhalten würde ich mal nicht sagen, weil wie gesagt, die haben mir einfach erstmal gedroht. Ne? Da sind die Ja. Drohne und dann geht's los. Und jetzt hier ist Radar. Mit der IQ hat ordentlich was einstecken müssen, aber konnte sich Austria-Snipes rausziehen. Also diesmal kein Bandit, der hier eine Gefahr darstellt. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Frag jetzt. Ne? Ja, jetzt auch eine 5 gegen 3 Situation. Das sieht schon mal sehr gut aus hier für die Jungs von Nixon. Ja, und da sieht Line, ihn muss verschieben. Denn da wartet auch noch der Jäger hier in der Ecke. Den darf man nicht vernachlässigen. Der muss auch gedroht sein. Ich hoffe zumindest für die Jungs von Nixon, dass er gedroht ist. Und der Einzige, der jetzt den da rausholen könnte, wäre halt die IQ. Ich weiß jetzt nicht, ob sie noch eine Handgranate hat. Ah nee, IQ hat ja keine Handgranate mehr, ne? Die hat jetzt ja nur Ja. noch Stun-Granaten, Claymore. glaube ich, ne? Oder Ja. Stun-Granaten, genau. Stimmt jetzt ja seit dem letzten Patch, Mensch, jetzt Kinder. Hab schon wieder völlig vergessen, du. Oh, da werden Blinds erstmal Richtung Brachlage gesetzt. Sehr stark Aber gemacht. da, oh, das dürfte interessant werden, denn hier war der Jäger und der war einmal. Jetzt aber auch die IQ Boah. rausgefallen durch QB Try to Rush mit der Valkyrie. Der rasiert hier gerade ein bisschen. Jetzt ganz schnell nur noch einen 2 gegen 3. So schnell kann es gehen. Ja, und was für ein mieses Pico da vorhin gewesen ist beim Jäger, ne? Ja. Aber da hat YTG direkt mit gerechnet. Ja, hat er einfach mal reingesetzt und ein Und Handy gerade. genau so sieht's aus. Und jetzt Pendradox mit dem Killer an Carnage Tiger. Und jetzt ist hier nur noch die Valkyrie übrig. Mit QB Try to Rush. Der muss jetzt hier beide Spots safe halten und hat hier auch schon mal ein paar Shots gefressen vom Term. Nee, es ist der Leon, der da. Hä? Nee, Thatcher. Hä? Das soll mir einer erklären, wie da die Shots gekommen sind. Und da kommt einfach ein Double C4 Kill. Jetzt 1 gegen 1 Situation. Valkyrie gegen Thatcher. Und Thatcher hat Alter. es im Visier und zieht hier den Headshot. Schön Aber gemacht vom wie Creative eis. Doctor. Aber wie eiskalt der QB ist, Alter. Haut der mal die Double Kill mit dem C4 raus. Er ist richtig stark gemacht, ne? Also für Ja. diese Aktion ist der QB auch bekannt, ne? Aber Crazy Dog ist einfach eiskalt und aimt ab und fertig aus Ende.
Und damit trotz steht es jetzt alledem, auch also. schon wieder 2 zu 2 hier auf Grenze. Und ich sag dir so, wie es ist, das wird jetzt die ganze Zeit so weitergehen, ne? Also wir werden hier auf Grenze definitiv eine Overtime sehen. Das ist gut möglich. Das ist sehr gut möglich. Aber Grenze ist dafür halt auch ja fast prädestiniert für. Denn wir haben es auch schon bei Berglang gegen Taube gesehen. Auch dort ging es in die Verlängerung. Oh ja, in die Overtime der Overtime. Ja, und was anderes dürfen wir hier auch nicht erwarten. Denn ganz ehrlich, das sind die beiden Top-Teams, die sich hier unter allen Teams qualifizieren konnten für den Champions Cup. Von daher. Das ist halt, ich sag's immer wieder gerne, aber das ist die Elite der Elite der Elite, meine Damen und Herren. Genau Ne, also so wie sieht's gesagt, von den aus. 8 Teams, die sich qualifiziert haben für den Champions Cup, sind das hier die letzten beiden Teams, die jetzt um den Pott kämpfen. Ja, und Strada hier natürlich den 6. Pick auf die Twitch. Wie war es anders auch möglich? Und jetzt schauen wir, wie jetzt Amy Lockers Archiv nochmal gepickt hier von Silex und auch das letzte Mal vorerst gepickt. Denn Der danach Hotel halt, ist ne? Nixon in der Verteidigung. Nur das Ding ist einfach bei Nixon, also Angriff wie Verteidigung, sie haben einfach alles drauf. Ja, aber das ist bei beiden Teams so. Also Bei beiden, ja dieser natürlich, bei Elo beiden kann man Teams. einfach, also in diesem Bereich der Erfahrung, die Teams hier haben, kann man einfach nicht mehr sagen, das Team ist stark in der Verteidigung, das Team ist schwach in der Verteidigung oder so, sondern die haben einfach alles drauf, die sind nicht umsonst so weit gekommen. Nee, es Deswegen ist. wird es auch schwierig werden. Das wird verdammt schwierig Ja. werden, das wird viel mit Glück auch zusammenhängen. Da Nee, bin ich da mir kommt es sicher. einfach darauf an, wessen Tagesform besser ist. Ne, weil beide Teams haben das Aim, beide Teams haben das taktische Wissen, beide Teams haben die Routine. Also hier kommt es wirklich darauf an, wie war mein Frühstück, Alter? Bin ich gut drauf? Habe ich Stress mit meiner Frau? Oder. Na, genau Ne? so und nicht anders sieht's aus. Ja, und wir reden hier immer noch von einem fetten Preispool, den hier die Teams abgreifen können. Und das will man natürlich, ne? Man kämpft hier zwar auch um die Ehre, aber man will auch halt das Preisgeld haben. Oder halt den Sachpreis haben. Ja, ich glaube, darum geht es den meisten Teams, wenn sie bei so einem Cut mitmachen, dass sie einfach die Preise abstauben wollen. Nicht die Ehre? Nein? Okay. Nee, nee. So denken nur wir, Warte, warte. Yuki. So denken nur wir, Yuki. Ja, wir kämpfen um die Ehre. Wir kämpfen einfach nur um die Ehre. Ja, wir Nee, spenden aber die trotzdem. Preise. Yeah. So, aber zurück zum Spiel. Genug Unfug getrieben hier. Die Ash ist schon im CCTV drin. Droht sich hier jetzt erstmal fein soll, weil ich auch hat hier auch einen bösen Spot. Da übersieht man sie ganz leicht mal, wenn da mal einer ins CCTV reinrennen würde. Und das muss man sich überlegen. Ne? Innerhalb von einer Minute sind sie schon fast on spot. Ne? Und wenn man Ja. das jetzt in der Overview sieht, wie sie sich um den Spot verteilt haben. Ne? Da ist einer CCTV, da ist einer oben bei Ostseite, einer kommt da über Easters. Ne? Also, und so muss das auch gehen. Man muss den Gegner einfach vor sich hertreiben, bis er keine Möglichkeit mehr hat, sich zu bewegen. Und dann wird einfach nur noch abgeaimt. Ja, und das ist momentan der Fall hier. Aber der Jäger, nee, es ist nicht der Jäger, der Smoke, der piekt hier gegen den Lion. Und der hat auch schon ordentlich was abbekommen. Jetzt gerade hier mit dem Opening Frag. Zieht sich aus, Jair Snipes raus. 5 gegen 4, noch eine Minute ungefähr zu spielen. Der Leon wieder in Armory Desk unterwegs. Valkyrie wieder hier hinten im beliebten Eck. Im blauen Eck des Armory Lockers. Muss da aufpassen, denn da kommen schon die Shots. Oh, da macht der Smoke. Er hat gerade seine Und zweite Waffe HDB ist draufgeschmissen. hier. Crazy Doctor rausgezogen. Damit jetzt wieder einen 4 gegen 4 und es sind nur noch 40 Sekunden. Da kommt die Flash und er kann sich rechtzeitig wegdecken, aber da kommt die nächste Flash. Da hat er dann keine Chance mehr. Aber Legion ist da. Saved hier sein Kumpadre. Jetzt noch Leon und Termite. Sehr starkes Zusammenspiel von Silex auf jeden Fall. Definitiv. Sie bleiben auch sehr zusammen. Lassen nicht zu, dass hier einzelne Roamer einfach rausgezogen werden. Sondern decken sich hier die ganze Zeit gut ab. Nur noch Termite und Leon übrig. Ja, und da jetzt Termite rausgezogen und Leon hier hinten dran. Der wurde natürlich jetzt gedetected währenddessen. Aber Toby Cole hier. Der hat das Movement, der macht das Ding eiskalt zu, 3 zu 2.
sehr, sehr starke Runde von Silex gerade in der Verteidigung. Und da sieht man mal, wie man Rainbow spielen kann in der Verteidigung. Man schützt sich einfach gegenseitig. Wenn der eine gerade geblendet ist, dann ist der zweite da und unterstützt ihn, so dass er nicht gepusht werden kann. Und das ist hier wirklich, also, ne, das ist das Finale auf höchstem Niveau. Und so sollte man auch Rainbow spielen. Sehr stark gemacht von Silex eben, diese Verteidigerrunde. Genau. Und sie haben wirklich 4 Mann über die Zeit rausgebracht. Und wir reden jetzt hier nicht von Gegnern, die halt, sag ich mal, leicht sind, ne, meine Damen und Herren. Ne? Also das muss man schon mal bringen, ne? Ja, also gegen dieses Line-Up, Hut ab definitiv. Jetzt aber der Attacker-Defender-Swap. Jetzt Silex mit dem Angriff dran. Mal schauen, wie das laufen wird. Sie haben einen Button mit dabei. Ich bin gespannt, ob das ein 6. Pick wird. Also oder das wird jetzt genauso weiterlaufen. Also ich schätze mal, jetzt wird es 3-3 stehen, dann wird es wieder 4-3 stehen, dann wird es wieder 4-4 stehen. Also das wird also hier auf die Overtime rausgehen. Ja, definitiv. Aber ich kann mir auch schon fast denken, warum hier Montane und Blitz rausgebannt worden sind. Die eine oder andere wissen es, der QB, der ist ein ziemlich starker Montane-Spieler. Da hat Uwe wahrscheinlich direkt schon mitgedacht. Obwohl, nee, der erste Bann war Montane. Oder war der erste Bann Blitz? Nee, der erste Bann war Blitz der gewesen. Der erste war Blitz und dann kam Montane. Genau. Ja, dann macht das Ganze auch Sinn, warum man beide Schild-Operator rausband. Ja, natürlich. Wenn man, ich sag mal ganz ehrlich, jetzt einen Operator rausnimmt, um das Team einfach nur zu schwächen, warum nicht? Ja. Na, ich sag mal jetzt, dann lässt man halt mal die Ying drinne, dann lässt man halt mal, sage ich mal jetzt, keine Ahnung was drinne. Aber um einfach mal den Gegner zu ärgern, weil man hat ja zum Beispiel absolut krasse Montane oder Blitzspieler, ne? Ich sag mal jetzt zum Beispiel der Basti hier, ne? Der Basti X95, glaube ich, ist das, auch von Silex. Ne? Wenn der den Blitz spielt, da denkt man auch, mein Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein, wie der den Blitz handhabt. Ne? Oder wenn jetzt hier einer vom Bärklang jetzt hier, der New Holland oder so einfach spielt, ne? Mit dem Montane. Oder wer das vorhin war, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Beninator genauso mit dem Montane. Ja, Beninator, genau, danke dir. Beninator zum Beispiel mit dem Montane, ne, was der da also geleistet hat, ne, hat da 2-3 Gegner auf sich gebunden, ne, hat dann auch noch die richtigen Hits gesetzt, ne, oder einfach mal eiskalt hinterlaufen und dann einfach mal so ganz trocken Heady aus der Hüfte gesetzt. Ne. Und wenn man dann einfach so einen Operator band, um einfach den Spielfluss zu unterbrechen, warum nicht? Dann nimmt man auch mal, ich sag mal, Blitz und Montane einfach raus. Ja. Gegen ein Team wie Nixon. /. Und es ist auch sehr interessant zu sehen, Buck hat sich hier mittlerweile schon Easters runtergekämpft und trifft jetzt hier wahrscheinlich gleich auf die Ela, die hier einen bitterbösen Pixel-Peak Richtung Waiting Room hat. Ja, aber Buck droht sich hier erstmal aus, wartet hier fein säuberlich, lässt jetzt wahrscheinlich einen Teammate da reingucken. Ja, jetzt hat er sie gesehen. Oh, das war knapp. Das war jetzt mehr als knapp. Ne, da hätte der Heady fast gesessen, Mensch, jetzt genau. Ja, definitiv. Wir schauen nochmal hier. Puls jetzt auch runter rotiert hier zu Ela. Muss da aufpassen. Der Bug, der ist immer noch da. Und er zieht ihn sich raus hier. Mit dieser Waffe, die den Rückstoß des Jahrhunderts hat, kann er sich hier Flo rausziehen. Und da steht die Ella ganz gut. Ne, es ist nicht die Ella. Wer ist das? Der Legion steht da hinter der verstärkten Wand. Bandit noch im Fountain und Jäger alleine Onspot Army Lockers. Das könnte ein Fehler sein. Aber Strada jetzt hier erstmal mit dem Killer QB Try to Rush hier an der Ying. Da kommt der nächste um die Ecke. Das ist der Thatcher gewesen, dachte ich. Jetzt die Bahner, die müssen aufpassen. Der Legion, der steht da böse in der Ecke. Und da, ja, Legion hier macht's mit der Legion Trap. Und mit der Pistole zieht er ihm hier den Kopf. Das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Jetzt ist nur noch der Bug hier übrig und er zieht ja auch nochmal einen Kopfschuss raus. Und damit 2-1. Jetzt 2-1. Jetzt muss jetzt hier das AFC Beast wirklich aufdrehen. Jetzt muss das Beast, Alter, seinen Namen alle Ehre machen. Er ist der Last Man Standing hier für Silex. Und es ist die Chance hier für ihn, eine Führung aufzubauen. Momentan steht es 3-2. Wenn Nixon es schaffen würde, hier aufs 3-3 zu kommen, dann wird es natürlich wieder knifflig. Aber wenn der Bug es schafft, sich hier durchzusetzen, er kann sich den Jäger ziehen, muss jetzt aufpassen, hat den schnellen Swap hier gemacht und hat hier den Legion schon
Ja, den hat er auf dem Schirm, aber kann sich nicht durchsetzen gegen Crazy Doctor. Damit 3-3. Wow. Alter Schwede, aber man hat mal gerade richtig gesehen, Alter, wie das Biest einfach mal diesen Switch hinlegt, ne? Einfach ja. Mal, ach Mensch, jetzt genau. Das sieht ganz man halt noch, auch. Ganz schön ist noch das Leben, denn hätte er, glaube ich, die Runde noch geholt. Ja, das ist gut möglich. Aber da sieht man halt auch, dass man diese Waffe kontrollieren kann, dass man auch solche Switches ganz leicht hinbekommen kann, wenn man sich einfach genug auf dieses Spiel konzentriert. Weil viele ja sagen, oh, sobald jemand so einen Flick dahin legt, oh, direkt Maustastatur und 10 Millionen Hacklines und hast du nicht gesehen. Deswegen, es ist definitiv möglich und das beweisen diese Teams hier. Ja, und sei es, sage ich mal, jetzt online oder sei es auf einer LAN. Also beide Teams haben schon bewiesen, wie sie spielen können und womit sie spielen können. Nee, ja. Und wenn man natürlich, es ist einfach so, man kann hier wirklich die Empfindlichkeit auf 100 stellen und dann dreht man sich halt so übel schnell. Und es gibt Menschen, die halt die Reaction haben und einfach, ne, auf den Punkt genau den zielen können. Und dann triggern sie halt nur noch, ne, drücken nicht die R2-Taste komplett durch, sondern sie triggern und haben damit einfach den Recall, ne, unter Kontrolle. Und das beweisen hier beide Teams gerade richtig gut. Ja, wie und man da halt haben wir auch jetzt das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, dass sie Montel und Blitz rausgebannt haben und dadurch QB ja keinen Schild-Operator mehr hat. Und was macht der QB? Er packt sich einfach mal den Fuse ein und ich gehe stark davon aus, dass er den mit Schild spielen wird. Also davon kannst du ausgehen. Also geh mal einfach mal kurz drauf, Alter, auf den Fuse. Ja, das er wird definitiv nicht viel. Gibt der Schild. Doch, geh mal drauf. Achso, du meinst es. Ja. THX, da, Ballistik-Schild, ja. Und ich sag's euch so, wie es ist, ne? Der Fuse mit Schild ist auch richtig ekelig. Ich glaube, die Pistol hat 58er Damage, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Und man braucht da wirklich nur zwei Hits setzen und dann war's das. Und das ist bei so einem Spieler wie QB richtig, richtig übel. Ja. Natürlich kann er jetzt nicht das Schild ausfahren, natürlich kann er jetzt nicht blitzen oder flashen, je nachdem, wie ihr es nennen wollt, ne? Aber er hat trotzdem sein Schild. Er ist etwas schwächer wie Mondain. Ja. Ja. Oder aber er hat natürlich, was ja. Die Deckung angeht. Ja. Aber er hat natürlich dennoch die Fuse-Ladung. Er hat halt einfach mehr Damage wie beide Operator. Ja. Und da kommt die erste Fuse-Ladung. Ja, da bin ich mal gespannt. Also jetzt haut er da unten bei ja, da kommt aber nichts. Ja. Mensch, jetzt geht eine Arrestzelle. Oh Gott, schweres Wort, meine Damen und Herren. Entschuldigt bitte. So. Gehen wir mal in die Overview hier, dann sehen wir auch mal die Verteidigung. Hier drei Leute sind unten aktiv. YTG hier mit dem Jäger in Talas unterwegs. Oben haben wir Pentadox, der hier den Standard-Spot hier auf dem Schränkchen abdeckt. Zusammen mit Flo im Army-Lockers. Ja, und da kommt er, der Crazy Doctor, und zieht sich einfach mal den Fuse raus. Damit also, der Shield-Operator sehr schnell außer Gefecht gesetzt. YTG hier mit dem nächsten Frag auf AFC Beast, aber da war er unaufmerksam. Da war er unaufmerksam, hat das Fenster nicht im Auge behalten und wird direkt gerefragt hier von Tobi Kohl, der jetzt auch direkt reinmarschiert hier. Und Termite ist drin. IQ auch. Tobi Kohl jetzt mit dem nächsten Kill. So. Legion noch on spot, genauso wie Smoke. Bandit wartet immer noch oben. Also wie gesagt, sehr stark gespielt, auch von Crazy Dog jetzt hier gerade. Ne, also ich glaube, er ist jetzt im Team angekommen. Also ich sag mal, jetzt gestern wurden da so die ersten Runden. Aber hier ist er da. Also er ist auf jeden Fall im Team angekommen. Er wurde herzlich willkommen geheißen. Und er macht hier seine Stats und macht seine Kills hier. Ne? Also ja. Ganz stark, was der Mann hier gerade abledert. So, und er weiß auch, wo hier der Guy steht. Er hat ihn gerade auf dem Visier gehabt, aber jetzt hat sich hier der nette Herr Lesion hinter den Schreibtisch verkrümmelt. Und von oben, der Bandit, der Flo, der wird auf jeden Fall Probleme machen hier, wenn er sich da reintraut. Ja, jetzt der Smoke auf jeden Fall raus, aber Crazy Doctor hier zieht sich einfach aus Tür Snipes raus. Damit jetzt eine 2 gegen 2 Situation. Hier, Hibana, gute Hits. Und da sieht man auch dieses Movement. Wie die sich bewegen, die sind einfach die ganze Zeit sich am Bewegen, gehen hoch, runter und jetzt hier 1 gegen 2 Situation, jetzt noch der Bandit, der muss wieder runter rotieren. Der wird jetzt auch hier über Workshop ran rotieren, Custom Inspections Workshop
Ja, da hat man die IQ kurz gesehen und die kommt rum, wird gezogen hier vom Flo. 1 gegen 1 Situation und Hibana muss jetzt hier den Diffuser verteidigen. Ja, und Flo geht jetzt erstmal nochmal raus. Ganz stark, was hier gerade abgeht, Mensch, jetzt kann ja. Und der Flo, ich bin mal gespannt, ob er jetzt das noch schaffen wird. Ne, wie gesagt, er hat jetzt bloß noch 30 Sekunden oder so. Versucht jetzt natürlich erstmal vertikales Gameplay anzusetzen. Guckt oben über die Drops und über die Decke, ob er da irgendwie noch einen Hit setzen kann. Aber jetzt hat er sich gerade verraten. Ja, und da, schöner Headshot. Ja, aber das schafft Alter, er noch zum Defuse. Das schafft schön er noch, das schafft er noch. Ja, sehr starke er. Runde von Flo gerade. Mann. Holla die Waldfee. Und somit geht Nixon das erste Mal in Führung, meine Damen und Herren. Also das war jetzt wirklich gerade eine sehr, sehr starke Verteidigerrunde von Flo. Hat wirklich eiskalt abgewartet, hat oben immer schön noch die Engels abgehalten. Ne, hat dann gut rotiert, hat sich dann den ersten gesnackt und dann jetzt noch den zweiten, die Hibana. Und keine Chance gerade für Silex gewesen. Sehr stark gemacht. Definitiv, definitiv. Das muss man einfach mal hervorheben hier jetzt. 4:3 für Team Nixon. Und es bleibt aber trotzdem noch ein spannendes Spiel, denn es ist nur eine Runde Vorsprung. Und es ging die ganze Zeit hin und her. Mal schauen, vielleicht kann Silex jetzt wieder anknüpfen. Du, ich gehe davon mal aus, dass Silex jetzt gleich wieder das 4-4 rausholen wird. Ne? Das hat jetzt nichts zu bedeuten, dass Nixon jetzt auf einmal in Führung ist mit 4-3. Ne, das also, wird immer so ein Hin und Her sein. Deswegen, also... Hier ist noch alles offen, also hier wurde noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und da bin ich jetzt also, ne, also, ja. Das wird jetzt auf jeden Fall ein 4-4 werden. Weil Silex kann sich auch einstellen auf den Gegner. Ne, das haben sie ja schon jetzt ein paar Runden lang bewiesen, ne, dass sie einfach schauen können, wo der Gegner langläuft. Und sie haben auch das Aim und sie haben auch die Routine, um einfach mal so einen Gegner wie Nixon jetzt abzufangen. Und das wird jetzt auch gleich passieren. Ja, sie müssen sich aber beeilen mit dem Einstellen auf die Spielweise in der Verteidigung, weil bis jetzt konnte sich hier die Jungs von Nixon alle Verteidigerrunden, die sie bisher hatten, sichern. Jetzt müssen sie halt schauen, weil wenn sie das jetzt noch schaffen, diese Runde hier für sich zu entscheiden, dann geht es in den Matchpoint. Ja, und dann wird es richtig schwer, weil das ist halt wieder so eine Sache, das ist, wie sage ich immer gerne, das ist eine Kopfsache. Wenn man dann halt einen Matchball gegen ein Team wie Nixon jetzt, sage ich mal, versuchen muss abzuwehren und das 2 Runden lang, ist das natürlich auch eine Kopfsache, wo man sich denkt, ach du Scheiße, Alter, wie soll ich das denn jetzt machen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber die Routine ist da bei Silex. Definitiv. Und deswegen sagen, also ich gehe davon jetzt aus, das wird jetzt ein 4-4 werden. Weil sie wissen jetzt, wo sie ungefähr den Hebel ansetzen müssen. Sie wissen halt, dass sie erst oben clearen müssen, weil sie sonst Probleme kriegen werden. Ne, weil denn halt sonst ein Bandit einfach mal von oben, Alter, auf den Kopf scheißen kann, sage ich jetzt mal ganz krass. Ne, und dann auch noch die Zeit hat zu rotieren. Also müssen sie definitiv erstmal irgendwie oben fertig machen. Ja. Und generell auf diesem Spot muss sowieso oben geklärt werden, weil sonst kommst du da nicht rein. Mhm. Das sieht man hier auch schon. Buck ist hier schon am Start mit QB. Auch Termite hier mit am Start. Locker Ebi kommt über E-Stairs. Und da kommt der Runout vom Jäger. Da hat die Docker Ebi aber zum Glück gut gestanden. Konnte hier den Schüssen ausweichen. Immer noch 5 gegen 5 Situationen. Docker Ebi hier wieder. Vibriert hier einmal durch. Ja, Mutti ruft an. Ja. Ja, und er ist in den Stachel und in der Ela-Trap gelaufen. Und da kommt jetzt hier YTG einfach mal rausgerannt, aber der kann sich hier retten. Das ist nicht zu fassen. Was ist denn hier los? Und wie geil war das denn gerade? Der ihn wiederbeleben wollte, stirbt durch das C4. Ja, und jetzt hier AFCBs mit der Docker Ebi kann sich Crazy Doctor rausziehen. Silex hier auf dem besten Weg wieder auf C4 auszugleichen. Flow und Radar noch übrig. Die beiden sind gefährlich, auf die müssen sie trotzdem noch aufpassen, auch wenn sie jetzt hier die Überzahlsituation haben. So. Ganz stark, ganz, ganz, ganz stark, was Silex sie gerade abliefert. Ja, und sie drohen auch erst nochmal. Sie wissen, sie haben noch die Zeit hier zu drohen. Ja, natürlich, es sind noch 1 Minute 13 zu spielen. Alle Zeit der Welt bei Rainbow. Ja, und da hat er nicht aufgepasst. Da hätte er schon im Scope langlaufen müssen. Und Srada konnte sich dann einfach da wegfrühstücken. Ja, das war einfach mal ein willkommenes Geschenk fürs Radar. Ja, Termite jetzt auf jeden Fall drin. Allerdings nicht on spot und von hinten. Da wuselt der Puls rum.
wenn er sich durch die Tür raustrauen würde. Das müssen wir jetzt halt schauen, wie der Angriff weiter fortgeführt wird. Ja, da passt der Kahnsteiger nicht auf und Flo macht das Ding zum 2 gegen 2. Ja, und jetzt geht hier auf und die Ladung ist kaputt. Und jetzt eine 1 gegen 2 Situation und der Puls, der wird es hier wahrscheinlich regeln. Gehe ich mal stark von aus. Nein, Smoke hier rausgezogen aus der Snipes. Der ist gefährlich, der Boy. Auf den müsst ihr ja jetzt aufpassen. Auf jeden. Und dann hat er natürlich noch von Thermal. Und den übersieht er. Den übersieht er. Und er geht hier auf Spot und blendet. Ja, er muss blenden, Sind nur noch 4 Sekunden. Nein, er geht auf den Attack und drückt ihm den Headshot. Was ist da denn los? Alter, wie eiskalt ist man denn da? In den letzten 2 Sekunden bricht er ab und rennt einfach raus, drückt ihm den Headshot rein und damit steht es wieder 4 zu 4. Alter Schwede, Alter. Alter. Diese Ruhe, einfach mal 2 Sekunden noch Zeit zu haben, Blend abbrechen und dennoch, Alter, den Lucky Headshot ansetzen. Aus der Hüfte. Boah. Übel. Ja, also das war jetzt richtig übel eben. Also da ärgern sich jetzt die Jungs von Nixon gerade. Ja, definitiv. Definitiv, ja, ich meine, das war die Chance, hier auf den Matchpoint zu kommen. Ja, und das war gerade auch ein bisschen grenzwertig für Silex. Ne? Sie hatten gerade eine 4-2-Situation aus der Hand gegeben. Ja. Ne? Auf 2-2 abgekürzt, konnte dann noch dann halt ein Ziel mit seiner 5-56 und kann dann noch den entscheidenden Kill ansetzen. Mann, sehr stark. Aber da haben sie halt auch einfach nicht mehr mit gerechnet, dass der da wirklich noch abbricht in der letzten Sekunde. Da haben wir wieder so eine Situation wie bei Chio vorhin, der da wirklich die Eier gehabt hat, einfach gewartet hat, bis die Zeit rum ist und ihn dann erst gepusht hat. So, dass er nicht mehr abbrechen kann. Ja, das ist natürlich, das hätte jetzt, oh Gott, wer war jetzt der Plant? Du leckst gerade wieder, mal wieder ein bisschen. Ja, sorry, er wusste ja, dass der Plant bei 3 Sekunden gestartet ist. Also müsste er noch 4 Sekunden bei abgelaufener Zeit, er hätte wirklich alle Zeit gehabt, noch zu umlaufen. Hätte er jetzt wirklich noch diese 2 Sekunden abgewartet, hätte er die Runde geholt. Ja. Aber das ist halt auch die Aufregung in diesem Moment. Die Jungs sind immer noch aufgeregt, die schwitzen genauso wie sonst auch. Da bin ich mir eigentlich fast hundertprozentig sicher, weil sie hier einfach auf Gegner treffen, die auch an sie ranreichen. Ja, das stimmt allerdings, ne? Und wie sagt man immer so schön, hätte Fahrradkette, ne? Ja. Deswegen, also wie gesagt, das sind ja einfach nur so, jetzt, aber trotz alledem, oh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. übernimm mal, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ach du Scheiße. Austria platziert hier schon mal die Standard Claymore vor dem Tellers Window. Direkt erstmal ein paar Blinds hier. Dr. Evi muss aufpassen, der kriegt hier schon die ersten Hits ab. Wer war das gewesen? Der Puls ist auf jeden Fall hier unten drin und der wird Dauer ausgedroht hier von Karl Steiger. Ja, und jetzt hör mal, der aimt da auch ab. Der hat hier den Puls gerochen und Flo kann aber trotzdem mit den Killer am Back ziehen, wird aber gerefragt hier von Austria Snipes. Der ist hier erstmal das Window aufballern. Ja, sehr stark gemacht von Austria. Er hat auf jeden Fall die Ruhe bewahrt und einfach weiter abgeaimt, weil er wusste, dass der Flow einfach mal irgendwann um die Ecke kommen muss. Genau so und nicht anders sieht's aus. Und die Hibana hier, die hat hier eiskalt wirklich die Wall aufgemacht, um die Rotation da abzuaimen. Hat's allerdings gerade verpasst, im falschen Moment wieder rumgeswitcht. Da haben wir wieder dieses Problem mit dem im falschen Moment und hätte. Ne, bei CCTV macht er jetzt auf jeden Fall die eine Seite auf und kann dann halt über Hallway die Brunnenwand aufmachen und kann einen schönen langen abnehmen. Da muss sich der Bandit aber erstmal raustrauen. Der Jäger kann auf jeden Fall nicht wiedergeholt werden. Ja, da sieht er den Bandit. Kann ihn hier sich auch rausziehen, Tobi Kohl. Schön gemacht, jetzt muss er aber aufpassen. Jetzt muss er aufpassen, kann sich hier nochmal zurückziehen, denn da wartet die Ela dürfte es sein, die hier auf den Main Stairs unterwegs ist, den Central Stairs. Ja, Legion hier mit dem Unterdrückungsfeuer hier Richtung Archiv. Und jetzt macht er mal auf.
Ja, und da hat Austria sich mal ganz, ganz, ganz schnell den kleinen YG gesnackt. Ja, und da hat Crazy Doctor gerade den Termite gesehen, aber da hat er auf die Distanz hat er gegen das ACOG keine Chance. Jetzt Docker Ebi rausgezogen von Pentradox und Pentradox hat es hier einfach geschafft, durch den Smoke die Deckung zu erlangen hier hinter dem Schrank. Und jetzt ist halt die Frage, macht er die Vibration aus, macht er sie nicht aus? Das wird so oder so nur Probleme bedeuten für ihn und Toby Cole kann er auf jeden Fall hier rausziehen. Muss jetzt aufpassen, der Thatcher muss ran, aber aus für Snipes hier. Wie hast du vorhin gesagt, Eier aus Stahl. Ja, Balls of Steel, Balls of Steel. Ja, wobei der erste Schuss eigentlich schon ein Headshot hätte sein müssen, der hat ihm einfach mal 3 Headshots reingedrückt. Kann man mal machen. Ja, und wie soll's jetzt, ne, wie soll man jetzt sagen, Silex hat den ersten Matchball, meine Damen und Herren. Ja, und jetzt wenn müssen jetzt die Jungs von Nixon hier auf jeden Fall Vollgas geben, wenn sie hier nicht von Silex auf der ersten Match, auf der ersten Map hier geschlagen werden möchten, denn nächste Map ist Küste und das ist so ein Ding bei so 2 starken Mannschaften, da kann man echt nicht voraussehen, wer das Ding gewinnen wird. Nein, das ist definitiv, beide Teams haben also das Recht zu gewinnen, es ist einfach so, beide Teams sind auf der gleichen Elo, beide Teams haben um zu gewinnen. Ja. Und ich bin mal wirklich gespannt, ob Silex jetzt den Matchball durchkriegt oder ob Nixon sagt, halt bis hierhin und nicht weiter. Ja, und das ist jetzt halt auch die Frage, die sich, glaube ich, jeder unserer Zuschauer stellt. Kann sich Silex jetzt hier gegen Nixon durchsetzen oder wird Nixon hier wieder ausgleichen aufs 5 zu 5? Das ist jetzt halt auch wieder so eine mentale Sache. So, oh, wir brauchen nur noch eine Runde und dann ja, geht viel mal schief. Man kennt es. Ja gut, aber ich sag mal, bei ich sag mal, Top-Teams ist das halt nicht mehr diese mentale Frage, ne? Ob wir jetzt den Matchball durchkriegen oder nicht. Also die Zeit ist schon lange vorbei, sage ich mal jetzt bei Silex und bei Nixon. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also beide Teams haben auch schon im Halbfinale, Finale, sage ich mal jetzt Go4 und so gestanden. Ne? Beide Teams haben auch eine etliche LANs hinter sich. Also die wissen, worauf es ankommt. Und die sind abgebrüht genug, um das, sage ich mal jetzt, auszublenden, dass jetzt Matchball ist oder nicht. Ja, also, wie gesagt, also ich gehe aber davon aus, dass Nixon jetzt noch eine Schippe drauflegen wird und jetzt auf jeden Fall noch das 5-5 rausholen wird. Und sicher dann geht es einfach. Bei nichts. Ich sage, es gibt Overtime, meine Damen und Herren. Ich sage, okay, es gibt Overtime. Okay, Benuki, du hast ja heute hier so die Vorahnungsskills hier. Ja. Deswegen hier Glaskugel und so. Ich habe hier die kleine Kugel, Alter. Ich schüttel sie immer. Und wir schauen mal, ob sich deine Vorhersage bewahrheitet. Na, man munkelt, man munkelt. Hier AFC Beast jetzt schon auf den Easters unterwegs. Ah, das Beast ist aber auch schnell unterwegs immer, ne? Ja, das sieht man aber generell bei diesen Top-Teams. Die warten nicht erstmal 20 Sekunden, bis da alles ausgedroht ist und so, sondern die gehen einfach zu den gefährlichsten Spot einfach straight rein. Ja. Und man sieht ja auch, Ibana hat jetzt auch schon aufgemacht hier Richtung Manhole. Wow. Ja, und man sieht es gerade richtig schön. Er hat sich wieder komplett die Vision geschaffen. Ne? Ja. Er hat jetzt einfach nochmal die Wand aufgebreached und konnte jetzt einfach Richtung Büro, Hallway und so alles abnehmen. Ja, und Karnes Steiger hat da aufgepasst, hat gesehen, da kommt der Puls raus und zieht ihn sich einfach. Ah, stark gemacht von Karnas. Jetzt hier YTG mit dem Jäger ist on spot. Gemeinsam mit Zrada, mit dem Bandit und Crazy Doctor muss hier mit dem Legion wieder Office halten. Zusammen mit Pentradox, also er hat auf jeden Fall hier Deckung. Sie lassen sich hier nicht alleine. Wir müssen aufpassen, es wird hier dauerhaft gedroht. Ohne ja, Unterbrochen macht wird hier gedroht. Und ja, das wird auch ganz schnell nach hinten losgehen, wenn. Ja, doch, er hatte wieder gedroht. Naja, das ist halt wieder das. Es ist eine Stärke zu drohen, aber natürlich kann man auch dann halt die Zeit vergessen. Und dann hat man natürlich wieder das Zeitmanagement im Hinterkopf, ne? Also völlig vergessen. Dass dann halt die Zeit komplett runterrattert. Natürlich ist es schön, wenn man jeden Raum ausdroht und einfach für sich schaut, ja, alles super, alles und schön, aber dann FC Beast jetzt und gar nicht Steiger hier mit dem nächsten Frag. Jetzt hier Toby Cole mit dem nächsten und jetzt ist nur noch der Legion hier übrig. Der muss jetzt machen hier, der kann sich noch einziehen, der Crazy Doctor swippt hier rüber, aber Snipes macht das Ding hier eiskalt. Und damit 6 zu 4 und die erste Map geht an Silex und deine Vorhersage hat sich leider nicht bewahrheitet.
Ja, Also ich Benedikt. klatsche gerade in die Hände für Silex. Sehr stark auf jeden Fall. Schönes Match gewesen von Silex auf Grenze. Sehr, sehr stark gemacht. Und somit sind sie jetzt auch verdient. Ne? Gehen sie in die zweite Map. Genau, so sieht's aus. Sehr stark gemacht auf jeden Fall. Sehr, sehr. Ich weiß jetzt gar nicht, ist Grenze von Silex oder? Nee, Grenze war von Nixon, ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, weil Nixon ja angegriffen hatte. Genau. Also da sieht man auch, man weiß nie, wie so ein Spiel vorher ausgeht. Und das sind halt absolute Top-Teams. Ja, das ist hier also das ist die, ne, also ich, also beide Teams sind unter Top 10. Ne, was jetzt PS4 angeht. Ja. So, ich gehe mal kurz in die Pause und wir sehen uns gleich wieder, also wirklich nur ganz kurz, maximal eine Minute. So, und da sind wir wieder. Ja, frisch am Stissel, meine Damen und Herren. So schnell geht's. Ne, da wird auch jetzt bei den Teams. Aber was wir auf jeden Fall nochmal gleich mal machen können, ist einfach mal schauen, wie die Strats denn aussehen jetzt. Weil Silex hatten wir noch nicht drin gehabt und Nixon hatten wir heute auch noch nicht drin gehabt. Ne, denn schrieben noch einige gerade im Stream, was es denn zu gewinnen gibt, meine Damen und Herren. Also ich kann es ja gerne nochmal jetzt... wirklich mal für euch nochmal auflisten. Ja, hau's nochmal raus hier. Wir hauen's raus hier. Ne? Wir haben hier zum Beispiel die Sponsoren, ne? M4K Rampage, dann haben wir noch King Controller and Energy Cake. Also wirklich, die haben wirklich was springen lassen, meine Damen und Herren. Das sind hier Sachpreise insgesamt von 2.800 Euro. Wir reden hier zum Beispiel 5 Dosen von M4K, ne? Dann noch 5 mal 10 Euro Gutschein für M4K. Dann haben wir noch 5 Shirts. Ich weiß nicht, wie sie aussehen. Mensch, ich habe leider Gottes kein Bild davon. Dann haben wir 5 Boxen Energy Cake, also hier, ich sag mal, 5 mal 24 so eine Kuchen. Ganz lecker, ganz fein. Ne, und natürlich, last but not least, 5 Controller von King Controller. Und wenn ihr mal auf der Seite drauf geht, ne, von King Controller, ne, also die haben da richtig geile Teile, ne. Und das ist hier nur für den Erstplatzierten, ne. Der Zweitplatzierte, ne, der kriegt auch nochmal 5 Dosen von MVK, auch 5 mal 10 Euro MVK Gutscheine. Und njam, 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 sag ich mal. Man hat die letzten Satz nicht gehört, aber egal. Egal. Wir sind kurz hier. So. Oh, da fehlen noch 2 Häkchen, sehe ich gerade. Ja, und der Speedy, der muss jetzt erstmal eine Kippe durchziehen, aber ganz schnell. Ein auf Düsenjet, hier die Kippe weghauen. Ja. Ich weiß, ihr seid alle über 18, aber trotzdem macht das nicht nach. Ja, genau so sieht's aus. Hört auf zu rauchen, falls ihr schon raucht. Wenn ihr noch nicht raucht, fangt gar nicht erst an. Bertruki und ich rauchen genug. Wir rauchen für euch mit. Ja, wir rauchen genug, das stimmt. So wie es aussieht, fehlen noch 2. Das Biest braucht ja, bisschen Pause ist ja auch gar nicht so schlecht dazwischen. Du kannst ja mal so ein bisschen analysieren, was dir an Fehlern aufgefallen sind, was dir am Positiven aufgefallen ist. Hier in der ersten Runde, Herr Analyst. Also wie gesagt, an Fehlern, man kann ja wirklich sagen, Fehler waren ja wirklich nicht sehr viele. Gut, Silex hat jetzt ein paar Mal auch die Überzahl aus der Hand gegeben, konnte aber irgendwie das Blatt noch wieder wenden. Also wie gesagt, also beide Teams spielen hier wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau, ne, lassen hier wirklich wenig Fehler zu. Ich höre hier gerade irgendwas. Ja, das war bei mir. Ah, okay, gut. Ne, lassen hier wirklich wenig Fehler zu, ne? Also wie gesagt, man kann hier wirklich nur Positives berichten. Ne? Beide Teams wissen, wie sie verteidigen müssen. Wenn sie unten, sage ich mal, jetzt sind, dann wissen sie, also dass sie oben verteidigen müssen. Wenn sie jetzt zum Beispiel Waffenlager sind, wissen sie, dass sie CCTV halten sollen. Ne? Weil
Man hat es ja gesehen bei dem Flo vorhin, dass er einfach mal sich die Wishes gemacht hat für die Hallways und einfach mal die Rotate verhindert hat oder unterbunden hat dementsprechend. Ne, also man kann wirklich hier nicht von Fehlern reden. Es waren vielleicht ein, zwei Flüchtigkeitsfehler dabei. Ne, sprich, dass halt vielleicht nur 10 Sekunden zu lange gedroht wurde. Ne, oder halt jetzt, sag ich mal, wie vorhin zum Beispiel, wo Austria Snipes da zum Schluss noch geplantet hat und dann innerhalb von, ich sag mal jetzt, die letzten 2 Sekunden geplant abgebrochen hat, die Headshot angesetzt. Da hätte vielleicht der Flo noch eine Sekunde warten sollen. Aber das sind minimals wirklich Blitzekleber wirklich machen. Gut, ja. Man kann natürlich auch wieder so sagen, für solche Teams sind das dann wieder große Fehler, weil das gegnerische Team diese Fehler schamlos ausnutzen wird. Ja, weil so wäre es auf jeden Fall schon mal eine Runde länger gegangen. So kann man auf jeden Fall schon mal sagen. So konnte Silex sich halt das erste Pünktchen hier, den ersten Bad-Point hier sichern. Und es sind alle Häkchen da. Und dann sage ich, Schnacken wir nicht weiter, sondern legen hier los auf Coastline. Küste, ich schaue nochmal nach, nicht, dass ich hier Bullshit gebaut habe. Ja, kennt man ja, ne? Jo, wir sparten jetzt Küste und Bank ist drinne und... Ja, es ist Küste und wir können loslegen. Ja. So. Alle schon. Und ich bin jetzt gespannt, Alter, was hier auf Küste abgehen wird, weil das ist wirklich eine sehr taktische Map. Ja. Wenn man sich einfach mal Küste in der Overview anschaut, merkt man eigentlich, dass das ein Kreis ist. Und wenn man als Angreifer einfach die Rumor vor sich hin, sie auch in die Enge treiben und einfach einen Typen abstellen, der abaimt. Oh, da wird schon wieder Montaigne gebannt. Ja, das ging ganz schnell jetzt beim Orange Team hier bei Nixon. Die wollen den QB einfach nicht mit seinem Montaigne spielen lassen. Nee, also wenn jetzt noch der Blitz... Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, könnte ich mir gut vorstellen, weil Silex hat auch letztes Mal den Blitz gebannt. Aber es kann sein, dass ihn diesmal nicht bannen, damit der QB halt den Blitz spielen kann. Ja. Doch, er wird gebannt. Ich fasse es nicht. Und was soll ich euch sagen? Mein Stift verletzt. Ja, dein Internet sagt nein. Also wir müssen uns dann noch überlegen, wie wir das hingedeichselt bekommen, dass das ohne nichts funktioniert. Aber so fürs Erste. Also wenn jetzt noch der... Gut. Ich wollte doch gerade sagen, ne, also wir haben hier schon über 100 Zuschauer und es hat bis jetzt noch keiner gemeckert. Ne, also wenn jetzt noch der Witchell gebannt wird, ne? Nein, das ist Echo. Das ist Echo, der gebannt wird. Oh! Echo! Witchell auf dieser Map, aber ein sehr starker Pick. Also das wird definitiv sehr, sehr interessant werden. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also wie gesagt, Silex hat gerade Grenze für sich entschieden. Also sie haben auf jeden Fall ein kleines Polster. Ja, aber sie werden natürlich hier die Map für sich entscheiden wollen. Küste, so eine Map, die kann einfach entscheidend sein, weil die nächste Map, Bank, das ist so eine Map. Ja, wir wissen, dass auf jeden Fall die Jungs von Nixon das Ding drauf haben. Da bin ich mir sicher, dass auch die Zuschauer das wissen. Die werden das Spiel gesehen haben. Und Penthouse Theater jetzt als erstes hier gewählt auf Küste. Ja. Also es ist schon so, dass Silex hier ein bisschen in Zugzwang gerät, denn Bank haben die Leute einigermaßen drauf und es kommt einfach nochmal hier zum Rehost auf Seiten von Silex. Keine Ahnung, ist das vielleicht irgendwie für die so ein gutes Omen? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber so oder so. Das Problem ist ja einfach, somit gibt ja Silex jetzt gerade ihren Rehost raus, ne? Ja. Genau so sieht es nämlich aus. Ja, und ich gucke gerade, verfolge gerade den Chat so ein bisschen, ne? Also die Meinungen gehen etwas auseinander, ne? Dass jetzt Silex hier auf Küste, dass hier Silex auf Küste jetzt hier gewinnen wird, weil sie wirklich gut die Map können. Natürlich ist dann auch Spawn PKD dabei. Küste gewinnt WTZ, weil sie die Map gut können. Also die Geschmäcker sind hier verschieden. Alle wollen sie natürlich ihre Teams ganz oben sehen, das ist ganz klar. Und alle wollen sie ihre Teams anfeuern und alle denken, dass ihr Team das bessere Team ist. Ja, das ist ganz klar. Aber so muss es ja auch sein hier. Feuert euer Team an,
Drückt hier alle Daumen, die ihr habt. Drückt am besten noch die von eurer Mutter, eurem Vater, eurer Oma, eurer Opa, Uroma und so weiter und so fort. Drückt die am besten gleich auch noch mit für euer Team, damit die hier halt auch vor euch gewinnen. Genau. Weil, und ganz, ganz wichtig, meine Damen und Herren, lasst auf jeden Fall ein Follow da. Ne? Es ist einfach so. Ne? Wenn ihr Follows da lasst, dann können wir auch mehr machen. Ne, Speedy freut sich über ein Follow, Rookie freut sich über ein Follow, DSBL freut sich über ein Follow, ihr freut euch über ein Follow, alle freuen sich über ein Follow. Ne? Und jetzt lese ich gerade, der Tobi schreibt hier gerade, ich kriege immer am Anfang einen CE-Fehler. Alles klar. Armer Tobi. Lisa Mar schreibt, Tobi protestet. alles gut hier, gerade im Stream, halt im Chat. So, stellst du denn die Operator noch ein? Ja, das mache ich, mein Freund. Das mache ich, diesmal habe ich es auch im Kopf. Das ist der Mondane, das ist der Blitz, das ist der Echo und das ist die Mira, so. Ui. Ja, hier. Du musstest dir ja nur den Echo merken, also hör auf zu labern. Ja. Nee, jetzt, also ich bin hier wirklich gespannt. Ich auch. Und Crazy Doctor, der ist irgendwie hippelig. Der freut sich wohl auch richtig, richtig hart auf das Finale hier. Auf diese zweite Map auf Küste. Ist auch schon eingestellt hier. Und dann können wir hier auch endlich loslegen. Ich bin nämlich heiß wie Frittenfett. Heiß wie Frittenfett. Alter, das wird auf jeden Fall ein Clip, Alter. Ich bin heiß wie Frittenfett. Also ja, und das kann ich ausnahmsweise wortwörtlich sagen, weil ich fühle mich auch genauso an wie Frittenfett momentan. Weil bei mir sind, Achtung, 28 Grad in der Bude. Also ich kann euch sagen, ich schwitze wie noch was. Deswegen, ich bin wirklich heiß wie Frittenfett, wortwörtlich. Ja. Und da sind alle Häkchen da und wir starten direkt. Oh, ich lese gerade noch von Tane, sorry, ich habe das überlesen. Es ist Best of Three, mein Junge, Best of Three. Genau so sieht's aus. Ne? Erste Map Frente. Das können wir uns nicht antun. Das können wir uns nicht antun. Also ich sag mal ganz ehrlich, jetzt also, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, aber das ist too much, sage ich mal. Ah, ich entschuldige mich für den Krach, das ist auf jeden Fall too much, ey. Da sind wir hart am Struggeln dann. Ja. Weil wie gesagt, also die Konzentration lässt ja schon bei Best of Three definitiv nach. Ne? Sei es jetzt bei den Castern, sei es jetzt bei den Teams, ne? Sei es jetzt bei den Mods. Ne? Deswegen, also Best of Three ist an sich schon wirklich, sage ich mal, so die Grenze, ne, wo man sagt, Mensch, das kann man alles noch vertreten. Ja, wobei das bei uns ja jetzt schon ein Best of Seven ist. Weil wir wir sind ja schon nacheinander haben. Ja, wir sind ja schon seit 16 Uhr am Stüssel. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt. Hier Pentradox geht vom Smog auf die Ela über. Kitchen Service Entrance gepickt. Das kann man durchgehen lassen, denn die Runde hat ja noch gar nicht angefangen. Von daher alles im grünen Bereich, würde ich mal behaupten. Ja, natürlich. Wenn sie jetzt auch hingehen, ist das ja natürlich noch besser für den Operator, sie nehmen. Ja. So, Skrada hier mit dem Castle unterwegs. Pentradox erstmal hier mit der Ella die Drohne weggeballert. Der Flow mit dem Bandit und Crazy Doctor hier mit dem Maestro. Yeah, und Leute, schreibt mir mal in den Chat, ob ihr die Stats sehen wollt von diesen Teams. Ich bin mir da nie so sicher, weil normalerweise werden die ja nicht mehr gezeigt. Gerade wenn man sich so als Vorbild Siege Masters, ESL und so anguckt, da kriegst du ja keine Stats mehr in den Kopf geballert. Sondern da heißt es einfach nur noch, das Spielteam spielt gegen das Team und fertig. Falls ihr es sehen wollt, haut es in den Chat, der Rookie teilt mir das dann mit und dann spreche ich die auch durch. Nee, und Timex. Timec 1896, wir sagen nicht, Silex sollte Küste gewinnen. Wir würden uns gewünschen, wenn Nixon Küste gewinnt, damit wir die Decider-Map sehen. Genau so sieht es nämlich aus. Uns geht es darum, je länger, umso besser. So, Tobi Kohl jetzt schon mit dem Jackal oben vor VIP. Jetzt erstmal wieder auf die Map hier klarkommen. Noch die ganzen Callouts von Grenze hier gerade im Kopf rumschwirren gehabt. Sollte aber ganz schnell gehen eigentlich, ne? Weil die sehr oft gepickt wird, ne? Was auch sehr gerne gespielt wird, sage ich mal, von den Teams.
Ja. weil sie halt wirklich viele Möglichkeiten eröffnet. Ob Ja, man auch, langsam man spielt, sieht ob es hier man jetzt schnell schon. spielt. Der Jakal, der haut sich hier schon Richtung Billard alles auf. Prüfer da auch erstmal. Da wird aber niemanden antreffen, so viel ich das richtig sehen kann. Ja, allesamt sind unten unterwegs. Es ist kein einziger oben. Das heißt, die Jungs von Silex haben sich dann hier oben erstmal ein Monopol gesichert. So, Termite kommt jetzt ran hier Richtung Sunrise Bar. Ja, und da kommen erstmal die Blinds hier, Richtung Jäger, Richtung Co. Ja, und Pentadox hier, der zieht sich erstmal zurück. Ja, und das ist auch ganz wichtig, sage ich mal jetzt immer, einfach Blind setzen. Ne, man Ja. kann so oft mal Lucky Headshot ansetzen. Ja, und das ist Natürlich. gerade auf dieser Elo ist es verdammt wichtig, dieses Pre-Firen. Blind setzen, das ist einfach mega wichtig, denn es kommt teilweise einfach echt nur drauf an, wer schießt zuerst hier, weil das Aim haben Ja, beide auch. Teams eigentlich. Nee, ist auch vollkommen richtig. Ne? Ich sag mal, auch wenn es einfach nur anhitten ist, ne? Aber ich sag mal, dieses Fitzelchen, was dann an Energie fehlt, ist dann halt ausschlaggebend. Und deswegen einfach blind setzen. Blinds, blind, blind. Ne? Natürlich kriegt man Nachrichten hier, Hacker und hast du nicht gesehen, aber trotz alledem, ich sag mal hier bei CBs immer blind setzen. Ja, und da steht der Bandit. Der hat hier jetzt schon mal die Docker Ebi gut angehittet und zieht sie sich auch raus aus den Snipes. Aber hier mit dem Termite kann sich den Jäger rausziehen. Ja, und jetzt wird hier. Nein, da wird nicht aufgehen. Doch, es geht auf. Und Maestro, der muss sich hier jetzt erstmal wieder zurückziehen in den Service Entrance. Denn der hat hier schon ein paar Blinds abbekommen. Strada jetzt hier mit dem Castle. Kill an Leon. Jetzt Blackbeard rausgezogen durch Flow hier mit dem Bandit. Und der nächste Frag direkt Pentradox hier an Tobi Kohl. Jetzt ist hier nur noch der Termite übrig und der wird vom Pentradox auch noch rausgezogen. Damit 1 zu 0 hier für die Jungs von Nixon. Ja, sehr starke Verteidigerrunde. Also, das habe ich auch schon des Öfteren gesehen bei diesem Team, dass sie wirklich geschlossen in einer Ebene bleiben. Da laufen sie nicht viel rum, sie aimen sich gegenseitig ab. Und ja, man sieht halt das Erfolgserlebnis auf jeden Fall. Sehr stark gemacht gerade von Nixon. Da ging halt auch alles jetzt sehr, sehr schnell. Die Jungs hatten keine Zeit, sich hier irgendwie Callouts zu geben. Da ist er oder da ist er oder da ist er, sondern es ging hier ein Kill nach dem nächsten ein. So, dass selbst ich da nicht mehr hinterherkomme. Und ich bin eigentlich schon ein relativ schneller Schwatzer. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Na klar, bist du klar, klar. Und Penthouse Theater jetzt als nächster Spot hier gewählt. Von den Jungs von Nixon. Ja, Penthouse ist ja immer so ein Standardspot, ne? Den kann wirklich jeder spielen. Ja, aber ihn erfolgreich zu spielen, das ist wieder was anderes. Wir sehen jetzt wieder einen Vigil von Flow ausgerüstet hier als sechster Pick. Und die Jungs von Silex verzichten auf den sechsten Pick hier. Und dann Leon, dann Jakal und eine Docker Ebi, das ist halt auch eine bitterböse Roma-Falle. Ne? Allerdings, bis jetzt hat man gesehen, dass die Roma nicht so wirklich zur Geltung kommen. Jetzt vielleicht mit dem Vigil könnte sich das Ganze ändern. Und da könnte auch diese Roma-Falle ganz gut funktionieren. Weil wenn das alles drei auf diesen Roma geht, dann hast du keine Chance mehr. Nein, natürlich nicht. Also wie gesagt, dann ruft da einer an, dann würde man da hier auch noch der Lion seine Fähigkeit einsetzen, ne? Oder der Jackal vielleicht doch, dass er dich tracken tut, dann hast du absolut keine Chance mehr, irgendwie da wegzukommen. Ja. Ne, das sind denn drei Sachen, die dich tracken und das ist einfach nur eklig. Ja. Aber das kann funktionieren. Und ich bin gespannt, ob es funktioniert. Sie haben hier auch den Bug mit dabei, um von unten mit aufzumachen. Um hier einfach auch horizontal gut arbeiten zu können. So. Bug wird sowieso immer auf jeder Map eigentlich gerne genommen. Ne, Ja. weil er ist wirklich sehr vielschichtig einsetzbar. Oh, da kommt da, guck mal, da geht das Radar einfach mal raus und versucht da gleich meinen Pick zu setzen. Ja, nicht Alter, so das Flow macht er Radar. Flow auch. das Und Gleiche. die wollten hier direkt mal einen Akzent setzen. Das hat nicht so funktioniert, wie sie sich gewünscht hätten. Locker Ebi jetzt schon hier. Hooker Lounge drin. Die macht das hier wieder verdammt schnell. QB Cry Trash. Ja, die hat jetzt hier den Vigil gesehen. Der sich jetzt erstmal wieder zurückzieht. Und hier einfach mal die Blinds durch die Decke gibt. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Bug Ja. mittlerweile schon im Billardraum drin. Ja, und jetzt wird der Vigil getrackt hier vom Jakal. Ja, und da müssten eigentlich die Los. Leute schon hinterher sein. Lion müsste direkt die Drohne hinterher jagen. Und dann geht es auch ganz schnell vorbei hier für den Vigil, der hier unten momentan alleine unterwegs ist. Der hat hier keinen Support momentan.
niemand, der da großartig helfen könnte, denn der Jäger, der hat sich hier ein schönes Schloss bauen lassen im VIP. Das ist auch. Ne, der Witchel unten im Blues Bar. Ja, und Docker Ebi hat hier jedenfalls den Witchel auf dem Schirm. Ja, und sie weiß Bescheid. Sie weiß Bescheid, dass er da ist. Der wird halt auch dauerhaft getrackt, aber die Zeit, die läuft davon. Die Zeit läuft definitiv davon. Und ja, jetzt er kostet wirklich. Jetzt ist er raus, ja. Ja, wie gesagt, also er hat auf jeden Fall den Gegner fast eine Minute oder anderthalb Minuten Zeit gekostet. Und das ist auch wichtig als Rumor. Ja. Hier sieht man auch ganz schön, wie da einfach alles aufgeraubt worden ist. Und da jetzt, ja. Thermal kann hier Pentradox rausziehen, aber die haben sich gegenseitig in den Headshot gedrückt. Ja, Double Kill. Ja. Srada muss jetzt aufpassen, der kriegt von Tobi Kohl jetzt hier den Headshot gedrückt. Und da sieht man auch mal diese Headshot-Verhältnisse, die hier in dieser... diesen Maßstab bei diesen Spielern hier einfach vorkommen, da hast du eigentlich so gut wie immer einen Headshot. Ja, das ist ja, also definitiv. Also ja, und da wird erstmal vibriert, dadurch Maestro Cam natürlich nicht möglich. Jetzt kommt die Maestro Cam wieder. Und jetzt aber hier die Blinds und YTG hier mit dem Jäger. Konnte sich QB rausziehen, aber da war er zu offensichtlich. Da war er echt zu offensichtlich, hat sich da böse platziert. Und jetzt hier Maestro auf dem Weg nach vorne. Ja, sieht er den Jakal und den Leon. Kann an beiden Hits austeilen. Leon ist raus. Jakal zieht sich erstmal zurück, aber AFC Beast hat hier den Winkel am Fenster unter Kontrolle gebracht. Damit 1:1. Das wäre ja noch fast ein Double Kill geworden hier, ne? Für den Maestro. Ja, das war knapp. Das war mehr als knapp. Das war definitiv hier dem Schaden des MGs geschuldet, weil das macht halt nicht ganz so viel und hat eine relativ geringe Feuerrate, dafür halt verdammt viel Schuss. Und ein ACOG, was man auch nicht vergessen darf. Ja, 81er Schuss hat sie, glaube ich, ne? 81 ja, im Magazin. 81 Schuss mit ACOG, das ist schon eine üble Spawn-Trapper-Waffe. Auf jeden Fall, wenn das Aim da ist, dann ist auch, ich sag mal, ne, eine Kugel reicht in Ordnung für einen Headshot. Ja, von daher. Mal schauen, Penthouse hier hat er jetzt nochmal gewählt, hier von den Jungs von Nixon. 1:1 der momentane Zwischenstand, man kennt ihn. Dieses ja, das wird, glaube ich, auch hin und her gehen. Ja, ja, das wird definitiv hin und her gehen. Bis dann irgendwann bei einem Team der Knoten platzen wird. Genau, so sieht es nämlich aus. Bei irgendeinem wird dann einfach die Konzentration auch nachlassen nach so einer langen Zeit. So wie bei mir ungefähr. Nach 20 Minuten keine Konzentration mehr. Ja, aber in diesen 20 Minuten sind wir auf jeden Fall auf höchstem Niveau. Ja, genau so sieht's aus. In den 20 Minuten können wir auf Gold-Elo mithalten. Ja. Ja, so. Ja, 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 ja. Aber man muss bisher sagen, Verteidigung sehr gut aufgebaut von den Jungs von Nixon. Also die Roma kostet verdammt viel Zeit. Auch eben in der Runde hier Flo mit dem Vichel hat gut Zeit gekostet. Die erste Minute war schon rum, als er dann endgültig rausgezogen worden ist. Und das trotz dieser mega miesen Combo hier von Docker, Ebi, Jakal und Leon, die sie schon wieder hier mit am Start haben, die Jungs von Silex. Also sie machen es den Flo echt nicht einfach hier mit dem Vichel. Ja, und das ist halt auch das... was halt ein Rumor ausmacht, ne? Einfach Zeit kosten. Natürlich, ja. Wenn er noch Kills macht, ne? Das ist natürlich dann der nette Obolus dabei. Aber man darf nie vergessen, eine Runde sind 3 Minuten und diese 3 Minuten sind einfach sehr, sehr schnell vorbei. Genau, so sieht's aus. 3 Minuten vorbei sind, ne? Dann hat man das Problem einfach, ne? In den letzten 10 Sekunden, man läuft dann einfach in die, ich sag mal, in die offenen Fallen rein, ne? Und achtet auf nichts mehr. Und das ist halt das, was der Verteidiger möchte. Ja. QB schon wieder hier in Hooker drin. Der rennt hier einfach wirklich durch. Und da ist auch schon die Drohne jetzt. Ja, der Vichel, der steht hier wieder. Der steht hier wieder Richtung den Stairs. Wird hier von Carnage Tiger gar nicht weiter beobachtet. Ja, und er hat selber gemerkt, er steht da böse. Er muss da weg. Und das war genau der richtige Moment.
Ja, aber Termite hat ihn hier im Visier. Muss aufpassen, denn YTG hier mit dem Castle. Der hat hier schon den ersten rausgezogen. Und das war auch ein wichtiger Frag, ne? Ja. Termite liegt da nicht ganz so gut, muss man dazu sagen, weil sein Füßchen guckt raus. Wenn er etwas rüber rotiert, dann sieht man ihn. Ja, jetzt sieht er ihn nämlich und kann ihn rausziehen und damit auch Carrier denied. 3 gegen 5. Sehr stark gemacht auf jeden Fall von dem Flow. War auch wirklich ein wichtiger Kill, weil jetzt der Heartbreacher weg ist. Ja, und Toby Cole kannte sich aber nochmal Pentradox hier rausziehen. Die Ela. Locker Ebi, QB try to rush. Die hat ihr schon gehört. Da sind zwei Vibrationen auf zwei unterschiedlichen Seiten. Da müssen zwei Leute lauern. Und der wird hier von Carnage Tiger einfach mit dem Leon rausgezogen. Und QB try to rush zieht hier den nächsten raus. Das war das Radar gewesen mit dem Jäger. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ja. Und Castle jetzt noch im VIP. Smoke deckt hier über Penthouse noch nach unten hin ab. Ja, Toby Cole wird hier erstmal resettet. Und jetzt wird es echt kompliziert hier für die Jungs. Jetzt wird es kompliziert. Sie müssen irgendwie den Castle da rausbekommen, der dann ein mieses Peak-Hole hat. Der nutzt einfach diese Schusslöcher als Peak-Hole. Ja. Und da kommt die nächste Vibration. Und da kommt die Smoke. Und die tötet den QB hier fast. Man hört schon gar nichts mehr. So. Smoke hat noch einen Kanister. Er muss sich zurückziehen. Was war denn das gerade? Crazy Doctor. Mach hier keine Scherzchen. Ja, da kommt nochmal die Smoke. Und die Attackers gewinnen. Das ist ja nicht zu fassen. Was ging denn da gerade ab? Ist die Doggy Bee einfach durch den Smoke durchgerannt und hat sich dann in den Smoke gesteckt? Die ist im richtigen Moment losgerannt, als die Smoke geworfen worden ist und wurde dadurch nicht von der Smoke getroffen, sonst wäre sie nämlich tot gewesen und konnte sich dann den Smoke da rausziehen. Was mit dem Castle passiert ist? Keine Ahnung. Der ging einfach mal unter, ne? Ja, der ist irgendwie verschollen. Damit jetzt 2-1 hier für Sinex. Obwohl es ziemlich gut eigentlich aussah für die Jungs von Nixon, die jetzt also hier nochmal Kitchen Service Entrance sehen. Ja, und die Jungs im Stream, die wollen gerne die Stats sehen. Ihr wollt gerne die Stats sehen? Okay, dann hauen wir die jetzt schnell hier raus. Okay, dann ja. Auf Seiten von Sinex haben wir Toby Cole hier mit 1,8,1,4 bei 329 Diamond. Den QB Try to Rush mit 2,3,1,3 bei 317 Diamond. Den Austria Snipes mit 2,0,1,4 bei 272 Diamond. Und Carnage Tiger hier mit 2,4,1,6 bei 229 Diamond. Dann noch den AFC Beast hier mit 3,0,1,7 bei 342 Diamond. Bei den Jungs von Nixon haben wir Pentradox hier mit 3,5,1,4 bei 164 Platin 2. Der Flow hier, lade schneller, mit 3,3,1,3 bei 206 Diamond. Das Radar hier unterwegs mit 6,3,1,8 bei 126 Unranked. Der YTG hier noch mit 11. 9er Win-Loss, 2-1er Kill-Death und Level 76 Platin 1 und Crazy Doctor hier zu guter Letzt mit 1,5,1,2 bei 219 Diamant. Ja. So. Und falls ihr euch wundert, nein, der Speeds Gaming ist kein Marktschreier, meine Damen und Herren. Das hat ja alles einfach mal so runtergeradert hier. Ja, das ist bei mir Standard. Wer meine Streams kennt, weiß, ich laber immer verdammt schnell und verdammt laut und alles, was so geht, solange es noch nicht nach 22 Uhr ist, weil sonst rastet meine Nachbarin aus und verprügelt mich. Da stehe ich nicht so drauf. Ich stehe nicht so auf Schläge von älteren Damen. Von daher, ja. Nur falls ihr selber mal einen Cast anfragt. Nach 22 Uhr bin ich still wie ein Mäuschen. So. Das Radar mit dem Castle wieder unterwegs. Oh, ja, das macht Nixon hier, also machen das sehr oft, dass sie Kessel benutzen auf Küste. Ne, weil es einfach nur Zeit kostet, ne? Wenn man halt nicht das richtige Equipment hat, aber so eine Kesselwand aufzumachen, dann kostet das einfach nur Zeit. Und das ist nachher dann halt. Das ja, haben das, sie nicht. Sie haben keine Ash, kein Sledge. Und der Bug. Keine Sophie. Ja, die auch nicht. Also sie kriegen es höchstens mit einer Granite vom Bug auf, der jetzt hier eiskalt mal in Penthouse reindroppt. Hat ja hier auch feinsäuberlich ausgedroht. Da hat er direkt die ersten gesehen. Da hätte er einfach mal weiterballern müssen. Dann hätte der Smoke gut Damage gefressen. Ja.
Definitiv. Also da hat der Smoke richtig Glück gehabt, dass jetzt das Beast einfach mal nicht aufgepasst hat. Ja. Und hier aimen hier alle die Chopper ab momentan. Docker Ibi ist hier immer noch ausgedroht. Jetzt nicht mehr. Und im Jackal, und da sieht er der Iger. Hier den Jackal. Das dürfte der Jackal gewesen sein. Nee, das war der Bug gewesen. Der hat gar keinen Hit bekommen hier. Verwunderlich, Line aber jetzt hier mit dem Kill am Jäger. YTG raus. Ela raus jetzt von Austria Snipes. Und jetzt eine 5 gegen 3 Situation. Zylix scheint sich hier auf der Map auf jeden Fall wohl zu fühlen. Aber noch ist Ja, hier das. nichts entschieden. Es kann ruckzuck alles umschlagen. Man hat es schon oft gesehen, gerade bei diesen Top-Teams. Geht es so schnell, dass es auf einmal aus einer 5 gegen 3 Situation eine 3 gegen 2 Situation wird. Oder Co. Ja, das ist definitiv, ne? Und das geht auch, ich sag mal, innerhalb von 10 Sekunden halt, ne? Bei solchen Top-Teams. Definitiv. Und Ja, Buck das hier ist. muss aufpassen. Da war der Smoke schon wieder. Der hat sich hier eine schöne Rotation gemacht zum Bathroom, kann dadurch gut rumrotieren. Und da kommt jetzt erstmal die Smoke geflogen. Und es ist niemand außer Smoke hier überhaupt in Objective-Nähe. Der Vigil hier noch in Blue war unterwegs. Und mittlerweile haben sie sich hier schon gesichert. Dachten sie zumindest. Denn Srada macht hier einfach mal den Kill. Aber jetzt. Ja, jetzt wird's problematisch. Ja, Smoke rausgezogen vom Bug. Und jetzt hier nur noch der Castle übrig. Der muss hier erstmal sein Handy disablen. Denn die Mutti ruft schon wieder an. Und das ist äußerst nervtötend in dieser Situation. Ja, Leon jetzt auch noch hier mit am Start. Und wenn jetzt noch der Jackal kommt, dann ist vorbei für ihn. Nee, QB Tried Rush macht's einfach mit der Docker EB und drückt ihm hier den Kopfschuss in den Nacken. Ja, sehr schöner, sehr starker Angriff auf jeden Fall von Silex. Also da haben sie wirklich alles aus den Operatoren rausgeholt, was geht. Ja, und auch zur richtigen Zeit auf jeden Fall. Also da muss man wirklich sagen, sehr, sehr stark. Und wenn sie so weiterspielen, meine Damen und Herren, ne? Dann sind sie hier die Sieger. Ja. Definitiv. Definitiv, weil sie haben jetzt einen guten Vorsprung hier mit drei, zwei Punkten. Könnten jetzt mit der nächsten Runde, die sie jetzt noch im Angriff sind, nochmal rangehen und noch eine höhere Vorsprung hier rausholen. Dann bräuchten sie nur noch zwei Runden, die sie in der Verteidigung gewinnen, um hier endgültig Sieger des Champions Cups zu werden. Aber das wird, glaube ich, Nixon nicht so einfach zulassen. Ich glaube, die kommen jetzt nochmal zurück. Sie müssen auf jeden Fall, wenn Zylix jetzt noch diese eine Runde holt, dann haben sie, wie gesagt, 3 Punkte Vorsprung, haben noch Map-Vorsprung, ne, weil Grenze haben sie ja auch gewonnen. Und das ist ein sehr, sehr dickes Polster. Genau so Ne, sieht es hier natürlich, aus. Und dazu, natürlich. das sind die Verteidigerrunden von Nixon. Also muss man schauen, wie das dann laufen wird, weil Verteidigen ist grundsätzlich eigentlich einfacher wie das Angreifen. Weil du Ja, halt natürlich, man eigentlich nur muss auf ja dem eigentlich Spot nur auf den stehen Gegner musst. warten. Genau. Aber momentan, ja, nur eine Runde in der Verteidigung sich holen können bis jetzt. Die Jungs von Nixon müssen hier ranklotzen. Wenn sie die 5 King Controller, die 5 Dosen von MVK, die 5x24 Energiekuchen hier haben wollen, damit sie sich hier mal einen schönen Abend machen können, dann müssen sie jetzt hier ranklotzen. Oder sehe ich das falsch, Mr. Rookie? Das siehst du nicht falsch, das siehst du völlig richtig. Ne? Also, sie müssen auf jeden Fall eine Schippe drauflegen, ne? Wenn sie den Preis mit nach Hause nehmen wollen, weil, wie gesagt, sie haben ja eine Map im Rückstand. Ne? Ja. Und momentan Silex halt auch in einer ziemlich großen Führung, aber Srada, der probiert es hier mit dem Spawn Trap. Mit dem Jäger. Und bleibt auch eiskalt erstmal da. Das könnte böse in die Hose gehen, wenn sich da einer rantraut, aber das macht momentan niemand. Sie warten alle erstmal ab. AFC Beast hier. Und droht sich erstmal Main Entrance. Toby Cole hier noch am Office. Rotiert jetzt nach oben Richtung Aquarium. Aber das hat der Strader richtig gut gemacht. Einfach mal, ach Mensch, jetzt genau. Einfach mal Flagge gezeigt. Ja, einfach mal gezeigt. Los, wir sind noch nicht weg. Wir geben hier noch alles. Aber er muss jetzt auch zeigen, dass er hier alles gibt. Der AFC Beast ist hier immer noch am Ausdrohen. Er kann hier der Drohne so ein bisschen ausweichen. Momentan. Mal schauen, ob er da hinten dran fährt. Nee, macht er nicht.
Macht er nicht. Und das könnte ihm nachher das Genick brechen, wenn er da jetzt rein rotiert. Denn der Jäger, der wartet da. Hinten dran. Aber er will da, glaube ich, gar nicht rein. Nee, er will da gar nicht rein. Er will über Service Entrance rein. Puls wurde in der Zwischenzeit gezogen. Wann ist das passiert? Habe ich da nicht mitbekommen. Da muss ich dir leider Gottes sagen, ich auch nicht. Das muss denn und Docker, jetzt gerade passieren. Bug jetzt. Nein, es war Austin Snipes hier mit dem Termite, der sich das Radar rausgezogen hat, den Jäger. Und damit jetzt eine 5 gegen 3 Situation und die Chance hier für Silex mit einem guten Vorsprung in die Verteidigerrunden zu starten. Aber Tobi Kohl hier jetzt macht den nächsten Kill an Crazy Doctor. Und jetzt ist nur noch hier der Castle am Leben, denn auch Pentradox ist hier injured gegangen mit der Valkyrie. Und er muss jetzt schauen. Ja, es ist absolut mies. Er wird hier gejackelt, geliant. Und da ist der Termite. Der kriegt hier noch den Headshot von ihm, aber von der Seite kommt hier QB Dry Trash. Man hat es gerade ganz schön gesehen, wie er da einfach zernagelt worden ist von allen Seiten. Und damit jetzt 4:1 die Führung für Silex. Das wohlgemerkt noch mit 4 Mann. Verdient. Ja. Das also verdient die Führung. Also sehr starker Auftritt von Silex hier im Angriff. Also das zeigen ist wirklich hier, dass sie definitiv das Zeug haben. Und wenn sie jetzt noch 2 Runden gewinnen hier in der Verteidigung, dann heißt der Sieger des Champions Cup Silex Esports. Ja. Und man muss sagen, momentan spielen sie besser. Ja, es ist wirklich so. Ne? Also auf spielt Silex gerade wirklich Nixon an die Wand. Was die Verteidigung angeht, was den Angriff angeht. Wenn sie jetzt in der Verteidigung genau das gleiche, sage ich mal, fortführen, dann wird das hier auf jeden Fall ein sehr, sehr schnelles Finale. Ja. Wobei ich bin es mal gespannt, wieder schwierig wird. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Es wird wieder schwierig, weil Tiger, Nixon natürlich auch eine sehr angrifflastige Strategie hier verfährt mit ihrem schnellen Angriff, mit man hat es gestern bei dir im Spiel gesehen, als du gecastet hast. Die haben richtig, richtig schnell angegriffen. Die Gegner wussten ja gar nicht, wie ihnen passiert. Das stimmt allerdings. Also da muss ich dir recht geben. Also wie gesagt, das hat Nixon richtig gut drauf. Also sie können perfekt in den 45 Sekunden, in den ersten 45 Sekunden ihre Drohnen so platzieren, dass sie innerhalb von 20 Sekunden, sage ich mal, Raumnähe sind. Ja. Oder halt, sage ich mal, die Rumor innerhalb von 30 Sekunden rausnehmen. Also das ist natürlich auch jetzt eine Stärke von Nixon, die man nicht außer Acht lassen darf. Aber Silex ist wiederum auch ein Team, was die Verteidigung gut durchbringen kann. Ja, wobei man jetzt auch hier gerade auf dieser Map sieht man, dass hier nicht so mit On-Spot-Spielen ist. Hier setzen sie auf die Roma. Sie haben hier den Jäger außerhalb, den Smoke außerhalb, den Castle außerhalb. Die Ela, die spukt irgendwo jetzt auch außerhalb rum. Dafür geht der Smoke wieder On-Spot, also Smoke und Lesion hier die einzigen, die on-spot sind. Und Radar blazt hier erstmal die Claymore. Wir schauen uns mal kurz um, was machen die Leute gerade eigentlich. Weil TG jetzt schon oben Aquarium, will da auch direkt rein, wartet da gar nicht lange. Ja, weil er bestimmt auch Unterstützung kriegt gerade von der Drohne, dass einfach der Call kommt, oben alles frei, Aquarium. Ja, und oben ist auch alles frei und brennt Radox hier mit dem Turbo, kann den ersten rausziehen. Sehr stark gemacht von Flo. Erstmal verschluckt hier. Flo hat mich hier mega überrascht gerade. Und jetzt wird erstmal wieder gedroht. Sie haben sich jetzt oben gesichert. Unten noch. Ja, jetzt auch der AFC Beast da ausgedroht. Der muss sich da auf jeden Fall verziehen. Oh, die Standard-Cam ist noch an und das darf nicht sein. Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen übel, wenn man die Standard-Cams einfach noch offen lässt. Ja. Das darf echt nicht sein. Hat Hörmer die mittlerweile mal ausgeknipst, diese Standardcam, oder lebt die einfach immer noch? Das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass sie da immer noch am Start ist. Sie wissen auf jeden Fall, wo der Jäger am Start ist. Und den Legion, den dürften sie auch hier im Blick haben. Ja, natürlich. Also wie gesagt, der Einzige, der noch unterwegs ist, ist ja halt das Beast, ne, mit dem Jäger. Und das ist natürlich jetzt auch die Stärke von Nixon halt in dem Moment. Also innerhalb von 30 Sekunden 2 Rumor rausgenommen. Ja. Ja, das können sie halt richtig gut, ne, mit der Drohne zusammenarbeiten. Ja, und deswegen denke ich auch, dass das hier noch nicht so schnell enden wird. Wenn Jäger es jetzt natürlich schafft, hier einen nach dem nächsten rauszuziehen, dann sehe ich das natürlich wieder anders. Aber jetzt kommt erstmal der Leon hier mit seiner Scan-Drohne.
und es wäre böse ausgegangen, wenn die Ash rangekommen wäre. Aber Flow hier macht das Ding einfach mit dem Sledge auf den AFC Beast. Jetzt hier nur noch zwei Leute übrig, die sind beide Half-Life. Smoke muss sich hier zurückziehen. Crazy Doctor zieht sich hier Legion raus und da kommt YTG mit der Ash und damit 4-2. Angriff von Nixon gerade, kein einziger verloren gegangen. Sehr ja, stark gemacht. Flawless Round hier für die Jungs von ja. Nixon. Und da sieht man halt auch einfach, den Angriff, den haben sie doch noch ein bisschen besser drauf wie die Verteidigung. Gerade den schnellen Angriff, das läuft bei ihnen einfach, weil sie einfach auch das Aim haben für so einen schnellen Angriff. Hooker Lounge Billiard Room jetzt als nächstes in der Verteidigung von Silex gewählt. Und ich bin gespannt, ob die Jungs von Nixon hier weiter so auffahren können. Davon kannst du ganz stark ausgehen, dass sie weiter so auffahren. Und das Schöne ist ja bei Nixon halt dieses Umschalten halt, ne? Sie greifen von zwei Seiten an und wenn sie merken, dass sie bei einer Seite nicht rankommen, versuchen sie bei der anderen Seite halt verstärkt anzugreifen. Und das läuft richtig gut, ne? Dann noch kombiniert mit der Drohnenarbeit, also absolut Wahnsinn, was im Angriff hier gerade abgeht bei Nixon. Ja, und deswegen kann das sich halt auch ganz schnell wieder drehen. Ja, das wird sich auch drehen, ne? Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass Silex jetzt das Ding hier durchmacht. Flawless Rick. Ne, obwohl das auch schon gar nicht geht in der einen Runde. Nee, also wenn sie natürlich jetzt die zwei Runden noch für sich entscheiden, das wäre natürlich ein Ding, ne? Aber ich glaube, Nixon wird definitiv was dagegen haben. Also, wenn sie jetzt diese 5 Angriffsrunden durchbringen, haben sie diese Map für sich entschieden. Und dann gehen wir in die Designer-Map. Und das ist Bang, meine Damen und Herren. Aber wir haben hier noch ein paar Runden zu spielen, also versuchen wir jetzt hier gar nicht erst zu spekulieren. Wir schauen einfach, was hier gerade wieder abgeht. Genau, so sieht es nämlich aus. Und Hooker Lounge Billiard ist auch so ein Spot, der muss Roma-lastig gehalten werden. Da kannst du nicht on-spot bleiben. Und das wird natürlich den Jungs von Nixon in die Hände spielen. Ja. Was natürlich jetzt natürlich nicht schön ist, Silex hat kein Castle für diesen Raum. Und man sollte eigentlich Castle spielen. Weil wegen Billard, Big Window, es ist halt immer kreuzgefährlich. Ne, man versucht ja natürlich noch einen Rotate immer zu machen, so dass man dann hin und her kann zwischen Shisha und Billard. Aber es kommt jetzt halt auch an, wie sie das Ganze hier auch spielen wollen, ne? Man hat ja, natürlich. Es kann natürlich auch sein, dass sie einfach die Ruinen von Big Window abaimen wollen. Das ist natürlich klar, das könnte auch sein. Wir sehen tatsächlich die Valkyrie hier einfach mal in Hooker Lounge stehen. Ja, da bin ich mal gespannt. Scheint der. Ja, Leon ist schon drin, das Radar. Auch die Ash ist schon drin, hat sich Kitchen hier schon gesichert. Ja, und sie haben hier keinen unten. Sie haben hier einfach keinen unten und können deswegen auch gut hier weiter aufarbeiten. Wir sichern einfach oben ab. Jetzt bestimmt gerade gedacht, weißt du was, wir bleiben jetzt einfach mal in Raumnähe. Damit unsere Rumor halt nicht gleich gezogen werden in den ersten 30 Sekunden. Wir versuchen jetzt einfach über die Zeit zu spielen, so dass Nixon halt irgendwie jetzt einen Fehler machen wird, ne? Flüchtigkeitsfehler in den letzten Sekunden. Ja, und da kann man natürlich jetzt auch hier wird rausgezogen von Tobi Kohl. Da wird jetzt 5 gegen 4 und der ist hier parat. Da hat er ihn gesehen und Srada war da auch direkt drauf. Hat selber keine Hitze einstecken müssen. Von daher schon mal sehr gut gespielt hier von Srada. Er kommt wieder hoch, er hat den Vorteil, nee, er hat keinen Vorteil, denn der Dog, der hat ihn hier mal schnell wieder hochgehalten auf 100 Live. Und der hält es hier auch unter Beschuss. Ja, und da kommen die Blinds hier und Lion kann sich aber durchsetzen gegen den Maestro. Piekt da wieder vor, aber kann sich auch noch den Dog holen. Nee, das war YTG gewesen, der jetzt hier einfach mal die Rolle getauscht hat mit Leon. Aber hier jetzt Carnage Tiger mit dem Kill am Pentadox. Damit jetzt 3 gegen 3 hier. Smoke jetzt hier langsam schon ab. Valkyrie hier immer noch on-spot in Hooker Lounge. Jäger hier VIP muss langsam mal zurückrotieren hier. Denn der Crazy Doctor, der hängt hier schon am Aquarium beziehungsweise Aquarium Entrance. Ash hier immer noch auf dem Hallway Stairs hier, Blue Stairs. Und Leon hat hier schnell mal umrotiert. Ist jetzt hier direkt vor. Ja, das ist ein Bug. Der droht nämlich eigentlich. Und ja, da ist er raus. Weiß jetzt auch, dass da die Valkyrie ist. Nein, weiß er nicht. Und kriegt hier von der Valkyrie damit jetzt 3 gegen 2.
Jetzt ist hier die Chance für Silex, auf das 5:2 zu gehen. Und da die Ash geht injured, wird auch rausgezogen von Austria Snipes. Und die passen hier auf und da kommt von der Seite QB Try to Rush mit der Pumpe von dem netten Herr Smoke und kann damit zum 5:2 hier aufbauen. Alter Schwede, Alter, das war jetzt wirklich eine Verteidigerrunde. Also holla die Waldfee, sage ich mal ganz ehrlich jetzt von Silex. Ne? Und das Schöne ist hier, oder was heißt das Schöne, entschuldige bitte. Das Ding ist jetzt einfach, Silex hat jetzt wirklich Matchpoint und CW-Point. Ja. Also sprich, wenn sie diesen Matchpoint jetzt durchbringen, haben sie den Champions Cup gewonnen, meine Damen und Herren. Man kann eigentlich sagen, Final Point sozusagen hier jetzt. Ja. Der endgültige Punkt. Wenn sie diesen Punkt jetzt schaffen, dann sind sie durch. Aber jetzt würde ich schon sagen, dass darauf die Teams da auch ein bisschen flattern bekommen. Also bei so einem jetzt, Punkt glaube ich schon. Auch. Das ist natürlich jetzt wieder eine ganz andere Sache. Der Punkt ist natürlich extrem. Wenn man den im Nacken hat und Nixon hat ihn jetzt dreimal im Nacken. Sie müssen jetzt dreimal diesen Matchpoint abwehren. Diesen alles entscheidenden Matchpoint. Und das ist natürlich jetzt auch eine schwere Sache. Ne? Da geht es jetzt natürlich los. Ne? Mensch, jetzt Kinder, wie greifen, machen wir das jetzt am besten? Ne? Ich meine, sie spielen über Kreuz, geben sich Schützenhilfe, wechseln auch mal die Position, falls dann einer One-Shot ist. Ne? So wie gerade auf Blue Stairs mit dem Lion. Dass dann halt die Ash einfach gewechselt hat, weil sie halt mehr Life hat. Aber sie müssen jetzt dreimal diesen Matchball abwehren. Und das wird jetzt verdammt schwer, auch für ein Team Nixon. Ja, das wird richtig schwer. Und dazu haben die Jungs von Silex halt auch noch Eiskalt, Penthouse und Theater übrig, weil sie den Spot einfach noch gar nicht gespielt haben. Ja, weil dieser Spot einfach nur nicht gerne gespielt wird halt von den Top-Teams. Weil da hast du viel zu viele Möglichkeiten anzugreifen. Ne, da hast du zum Beispiel die Side by Kino, die Doppelwand. Ne, da hast du dann zum Beispiel VIP, die Dreierwand. Da hast du dann noch den Drop oben bei Kitchen. Dann hast du noch, sage ich mal, hier Big Window bei Penthouse. Du hast wirklich viel. Und deswegen nehmen auch die Top-Teams nicht gerne diesen Spot. Ja. Deswegen jetzt auch der Last Spot hier von Silex. Danach haben sie wieder die Möglichkeit, auf Kitchen und Service Entrance zu gehen. Ja. Wobei sie, glaube ich, sowieso die Möglichkeit da haben, darauf zu gehen, weil sie den Spot ja verloren haben. Mhm. Also scheinen sie hier erstmal Penthouse zu nehmen, um jetzt einfach diese Runde hier über sich hinweg zu bekommen. Und hört mal, ist hier auch schon vom VIP, droht sich hier erstmal. Flow hier mit dem Sledge schon vor Hooker. Jetzt kommt auch hier Hall of Fame, die Ash, der YTG hier mit dem Prefire. Line auch noch am Drohnen, Twitch ja auch am Drohnen. Und wir gehen nochmal in die Overview hier. Man sieht hier, AFC Beast, der steht hier einfach im L zu Blue Stairs bei der Hooker. Jäger hier im Hallway beim L zur Main Stairs. Also, es ist gut aufgeteilt hier. Der Rest ist einfach hier on spot. Nee, stimmt nicht. Einer ist hier auf dem Stairs. QB. Try to rush mit dem Smoke unterwegs. Und das ist noch nicht mal near spot, sondern eigentlich schon wirklich am Roam. Ja, und das mit dem Smoke, ne? Aber er wurde gerade rausgedroht von Crazy Dog. Ja, muss jetzt hier aufpassen. Der wartet drauf, dass sich da einer reinhaut. Und der Lion, der ist jetzt mittlerweile schon drin. Ja, und wenn der Crazy Dog jetzt nicht aufpasst, dann kriegt er gleich von den QB einfach nochmal einen. Ja, das war nämlich gerade die Situation, die du gemeint hast. Und jetzt ist er da gefangen. Jetzt ist er da gefangen, er kommt da nicht mehr wirklich weg. Aber Leon, da sieht man auch wieder dieses Movement. Die bewegen sich einfach instant weg. Die merken, oh, da kommen sie nicht weiter. Und sie sind direkt wegrotiert zu VIP, warten da gar nicht lange. Probieren dann nicht irgendwie was aus und machen und tun, sondern sie gehen jetzt einfach direkt auf VIP, versuchen von dort aus zu halten und es kann auch ganz gut funktionieren. Die Ash muss jetzt aufpassen, die hat da hier gerade den Castle gesehen, wartet jetzt auch, dass hier einfach das ganze Safe runter zu spielen ist und sieht da den Castle, kann rausziehen, AFC bis raus, Crowby try to rush hier mit dem Killer am YTG. Damit jetzt 4 gegen 4. Termite hier jetzt schon am Blenden. Er wird auch abgeengelt hier von allen Seiten. Die können hier nicht wirklich was machen. Der Smoke kommt von hinten, es wurde geblendet. Jetzt hier Smoke rausgezogen worden von Crazy Dr. Karlitscheiger, aber mit dem Kill hier an WTZ Flow.
Jetzt hier der Jäger, der passt nicht auf, wird hier rausgezogen von Pentradox. Pentradox sieht hier auch den nächsten, den Lesion, der kriegt hier nochmal ordentlich Hits ab. Muss aufpassen, denn Lesion ist der Letzte, der kann sich hier noch einziehen. Und jetzt ist es nur noch einer. Nur noch einer. Tobi Kohl muss nur diesen einen da rausbekommen, der da Minnow ist, aber Srada macht das Ding zum 5 zu 3. Ja. Ja, sehr. Du, da kann man nicht viel dazu sagen. War wirklich stark gemacht gerade. Also das war jetzt ein Angriff. Sie haben auch gleich verschoben. Sie haben gemerkt, sie kommen dort hinten nicht rein. Also lassen wir es. Ne? Shisha ja. wird einfach, oder Hooker, je nachdem wie du es nennen möchtest, wird einfach sehr stark abgeaimt vom Blue Stairs aus, vom Castle, vom Smoke. Also rotieren wir gleich Richtung VIP. Ash ist schon VIP drinne, kann Schützenhilfe geben. Termite ist auch schon drinne, kann auf jeden Fall die Dreierwand breachen. Also Ast reingemacht gerade von den Jungs von Nixon. Sehr stark auf jeden Fall der Angriff. Ja, und man hat auch gesehen, der Termite geht injured und im selben Moment seilt sich auch Srada schon mit der Twitch wieder hoch, wartet da gar nicht großartig ab, da eventuell noch den Kill an Legion zu ziehen, sondern seilt sich so hoch, dass der Legion nicht an ihn rankommt. Und ja, was hatte der Legion für eine Wahl? Er hätte entweder defusen sollen, was aber nicht wirklich funktioniert hätte, weil, ja, die Twitch wäre einfach runtergekommen, hätte ihm den Headshot gedrückt, oder er geht halt hin, will die Twitch baiten und wird halt so von der Twitch dann ausgenockt, weil sie halt einfach früher das Füßchen sieht vom Lesion. Ja, deswegen, also er hatte keine Möglichkeiten gehabt. Er musste jetzt wirklich auf Lucky Headshot setzen. Ja. Alles andere war keine Möglichkeit. Wäre auf Defuse gegangen, tot. Ne, wäre rausgesprungen, hätte vielleicht die Twitch noch gekriegt, wäre zu viel Zeit verloren gegangen. Weil er wieder zurückrennen muss. Und jetzt sehen wir hier nochmal Kitchen Service Entrance. Der erste Mal ging dieser Spot nicht auf, den konnte sich hier Nixon holen. Als sie den das erste Mal verteidigt haben. Ja, sie haben ja noch zweimal die Möglichkeit, den Matchball durchzubringen, ne? Ja, eben. Und müssen sie jetzt halt schauen, dass sie das auch hinbekommen. Weil wenn jetzt die Runde verloren ist, dann haben sie nur noch diese eine Möglichkeit, um da den Matchball durchzubringen und danach geht es in die Verlängerung. Und Nixon hat das Zeug, um in die Verlängerung zu kommen, keine Frage. Die haben auch das Zeug hier, das Ding zu gewinnen. Das sind hier einfach absolute Top-Teams. Da kann man sagen, was man will. Da kann jeder Fanboy jetzt auch in den Chat schreiben, nee, das Team ist kacke oder sonst irgendwas. Die haben es einfach drauf. Sie sind nicht umsonst so weit gekommen. Jetzt schauen wir hier Flow wieder erstmal am Drohnen. Droht sich jetzt Billard aus. Hooker müsste er sich aber auch noch ausdrohen, sonst wird das gefährlich. Ah, nee, er droht hier YTG vor mit der Ash. Ja, und da hat man gerade kurz den Jäger unten gesehen, der auch schon ordentlich was einstecken musste. Momentan jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Pentradox hier mit der Ying schon auf dem Hallway. Und er hat hier schon gerochen, dass da wieder einer steht. Wer war das, der da gestanden hat? Wer hat es da getraut gegen Pentradox im Pixel Peak? Ah, das ist Kyubi mit dem Castle. Wir schauen uns auch mal hier die Stats an. Also Kyubi hier momentan mit dem Rucksack hier 10 Kills. Also der hat richtig Feuer. Der will gewinnen, definitiv. So. Das ist absolut Wahnsinn, was beide Teams hier gerade abliefern. Also man kann wirklich nicht sagen, wer gewinnt. Ne? Natürlich hat man seine Fanbase, ne? Die sagen halt, ne, das Team gewinnt halt. Ne? Aber man kann wirklich nicht sagen, wer gewinnt, weil beide Teams sind wirklich auf Augenhöhe. Ja. Und es macht wirklich absolut Spaß, auch dieses CW zu casten, auch zuzuschauen halt. Ne? Das ist, also man hat so viele Möglichkeiten, Variationen hier gerade auf Küste. Ne? Was hier zum Beispiel Silex gerade in der Verteidigung gezeigt hat, war absoluter Wahnsinn. Ne? Was jetzt Nixon auch im Angriff auch zeigt oder in der Verteidigung zeigt. Ne? Also wie gesagt, beide Teams sind auf Augenhöhe. Also man kann hier wirklich nicht sagen, wer besser oder wer schlechter ist. Ja, und Kessel jetzt rausgezogen von Pentradox hier mit der Ying. Ist hier mittlerweile Courtyard unterwegs. Muss aufpassen, denn der Jäger, der war da auch noch in dem Security Room unterwegs. Jeder mittlerweile hier am Schalter. Und Ash jetzt hier kann 11 CBs rausziehen. Damit jetzt eine 5 gegen 3 Situation. Und Nixon hier wieder einen guten Vorteil herausgespielt. Ela jetzt hier macht den Double an Srada und Pentradox. Hat den Carrier denied hier. Jetzt 3 gegen 3 Situation. Line hat hier die Ela definitiv im Visier und da, ja, da kommt YTG um die Ecke, zieht sich hier die Ela, aber jetzt hier
Lion, Ash und Sledge allesamt low HP. Ash geht noch. Allerdings muss man bedenken, dass Lazior noch Full Life ist. Ja, und der Smoke, der hat hier schon die Ash im Visier, zieht die Ash raus. Und damit jetzt nur noch der Smoke und der liegt injured draußen. Ein Crazy Doctor hier, der kann sich hier noch den einen ziehen, aber er hatte den Diffuser. Aber Silex macht das Ding. Silex ist der Gewinner des Champions Cup. Des zweiten Champions Cups hier. Der DESBL. GG von meiner Seite. Und GG von meiner Seite. Sehr starke Verteidigerrunde auf jeden Fall von Silex gerade. Mann. Also man muss es sagen, wie es ist. Beide Teams auf Augenhöhe, aber Silex hat es verdient, diesen Champions Cup zu gewinnen. Also wirklich leider aus, ne? Also Speedy und ich, wir sind auf jeden Fall froh, dass wir hier sein durften. Wir sind froh, dass wir die beiden Teams hier gerade casten durften. Ne? Auch das Spiel um Platz 3 war Wahnsinn. Aber hier ist wirklich das Nonplusultra gerade gewesen. Sehr stark gemacht von Silex. Mann, also wirklich, dickes GG. Ja, also man kann sagen, was man will. Das war einfach ein mega krasses Spiel. Hat mega Spaß gemacht zu casten. Und ja, was soll man sonst noch groß sagen? Außer danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mit am Start wart hier. Und ich freue mich, wenn es das nächste Mal wieder einen Cast bei mir und beim Bad Rookie zu sehen wird. Also das sollten wir auf jeden Fall wiederholen hier, Rookie. Ich glaube, das sehen die Zuschauer identisch. Ja, definitiv. Also das hat auf jeden Fall Spaß. Die ESBL, die diesen Cup ausgetragen hat. Und natürlich an die Sponsoren. M4K Rampage, Energy Cake and Kin Controller. Ne, danke nochmal, dass ihr diese Sachpreise rausgehauen habt. Ne? Oder euch wäre es jetzt hier nicht möglich, eigentlich mal ein Match hier zu casten. Dickes GG von unserer Seite aus. Hat wirklich Spaß gemacht, ne? Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ja, das hoffen wir beide. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und Bad Rookie von diesem Champions Cup, dem zweiten Champions Cup der DESBL. Falls ihr das nächste Mal selbst mitmachen wollt, dann achtet drauf, wenn Cup Series sind in der DESBL. Damit könnt ihr euch für diesen Champions Cup bzw. für den nächsten Champions Cup dann qualifizieren. Also immer schön drauf aufpassen und immer schön mitmachen. Dann könnt ihr auch hier an der Stelle von Nixon oder Silex stehen. In diesem Sinne, wieder schauen und reingehauen und tschüss.